diesem Video zeige ich euch die besten Roblox-Spiele jemals. Dort spielen wir die Break-In-Story, wo wir probieren müssen, vor Verbrechern zu überleben. Werden den Lebenssimulator spielen und zwar ganz alt werden. Und noch viele lustige, gruselige und spannende Roblox-Spiele erwarten dich in dem Video. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um nicht das beste Spiel zu verpassen. Los geht's. Okay, Leute, wir sind jetzt am Haus angekommen. Ja, unser neues Zuhause. Und es steht hier schon, hier sind geheime Snacks. Hier zum Beispiel so ein Apfel, Alter, den man so nehmen kann, die dann unsere Energie quasi wiederherstellen, Freunde. Hier müssen wir nämlich ausbrechen. Es geht ja direkt schon los. Breaking News live in 4 Minuten. Das ist quasi so wie The Purge, Freunde. So, und jetzt müssen wir kurz was finden. Und zwar Explore the House. Okay. Das heißt, wir müssten auf Dinge klicken, wenn wir irgendwas finden. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Hier haben wir auf jeden Fall einen Kühlschrank. Hier auch einen Ofen. Ja, können wir auch draufklicken. Okay. Wir müssen aber noch Sachen kaufen. Hier vielleicht noch im Kühlschrank irgendwas, Leute. Oh ja, okay, da kann man auf jeden Fall ein paar Sachen kochen. Ja, sieht auf jeden Fall echt nett aus. Mal gucken, was können wir mit dem Apfel machen, Leute. Guck mal, den können wir jetzt hier quasi auch noch essen, ne? Und wir haben das Gute auch noch hier so eine Packung Chips einfach in der Hand, ja? Hier die Lace Chips, wo gefühlt fast das Ganze einfach nur mit Luft gefüllt ist. So, was haben wir denn hier? Einmal den blauen Raum. Okay, können wir uns hier schlafen legen? Ja, Leute, guck mal. Wir können uns hier einfach schlafen legen. Aber jetzt gerade sagt er, wir können nicht schlafen. Also schade. Können wir hier auch im Sessel sitzen? Ja, guck mal hier. Sind wir im Sessel. Aber hier wurden anscheinend schon so Laptop und Monitor alles schon geklaut, Freunde. Kann doch nicht angehen. So, mal gucken. Wir laufen hier mal ein bisschen weiter rum. Hier ist der pinke Raum. Okay. Haben wir hier irgendwas in den Schubladen drin? Hier schon mal nicht. Leute, wusstet ihr eigentlich, dass wenn ihr in den ersten 60 Minuten kommentiert, dann werde ich euren Kommentar liken, Herzen machen, antworten und auch hier übrigens einblenden. Deswegen, Leute, denkt dran. Kommt in die 60-Minuten-Game. Hier auch nochmal 2 Schubladen. Guck. Nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Und noch irgendwas hier, was ich übersehen habe. Nee, Freunde, der pinke Raum ist auf jeden Fall auch gelootet. Sehr gut, jetzt gibt es doch hier den grünen Raum. Und oh mein Gott, hier liegen die auf jeden Fall schon alle am Schlafen. So, hier, mal gucken, was wir so in den Schubladen drin haben. Hier, zack, hier noch ein Keks, Freunde, da war ein Keks drin. Den schnappe ich mir auf jeden Fall. Zack, hier, okay, auch nochmal Geld. Sehr gut, Leute, Geld nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Hier, was haben wir hier noch drin? Leider nichts in der Schublade. Und hier vielleicht noch irgendwas, ein Keks oder so? Auch nicht, okay. Schade, kein Problem. Was haben wir hier noch? Oh, okay. Hey, Freunde, es geht los. Alles klar. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Okay, wir müssen uns hinsetzen am Tisch. Bald gibt's Essen, sagt er. Okay, wir sitzen hier am Tisch. Ha, guck mal, Leute, wie wir sitzen mit dem Superman einfach hier. Wer ist das denn einfach? Und hier Kitty Kitty. Alles klar. Warum sind wir eigentlich so klein, Freunde? Wir sind einfach so ein Baby. Na gut, kein Problem. Wir sind hier ein kleines Kind. Alle mal bitte hinsetzen, damit es hier losgehen kann. So, stürmisch draußen, es regnet. Ich möchte jetzt essen. Ich habe Hunger. Oh, Leute, es hat jetzt gerade geklopft. Wollen wir da auch jetzt... Okay, Kitty, Kitty hat die Tür geöffnet, Leute. Oh, Pizza. Okay, wir haben was bestellt. Alles klar. Aha, der Lieferant ist also da. Hier, sehr cool. Okay, Freund. Du kannst das auch wieder gehen, ne? Okay. Okay, hier. Okay, okay, Leute, lass uns doch mal hier ein schönes Pizzastück nehmen. Zack, und dann essen hier. Yummy, yummy. Rein da, Freunde. Hier, zack, ein bisschen... Depp mit der Pizza, Leute. So, Pizza gegessen. Setzen uns auf jeden Fall hier jetzt mal wieder hin. Neben unserer neuen Freundin hier mit den roten Haaren, Leute. Die hat auf jeden Fall ganz schicke Ohrringe. Vor allem die hier auch. Hey, 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 hey. Hilfe? Was ist mit den... Okay, die Lichter sind ausgegangen. Kann man bitte mal nachgucken, ob alles in Ordnung ist mit den Lichtern? Aber der Fernseher läuft noch, ne? Ah. Oh, Freunde, es geht jetzt gleich los. Ey, du sitzt... ich glaube, du sitzt auf einem Platz. Okay, nee, so ist schon besser, Freunde. Der Fernseher geht an in 4 Sekunden, Leute. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, wenn ihr auch so gehypt seid wie ich. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal einen Keks essen. Okay, was ist das jetzt? Hallo? Oh mein Gott, Freunde. Okay, eine wichtige Durchsage. Die Purge hat begonnen. Oh mein Gott, Alter. Leute, es sind jetzt alle Regeln nichte. Man darf alles machen. Man soll die Türen geschlossen halten, die Fenster geschlossen halten. Oh mein Gott, Alter. Und hier, das ist Scary Larry. Das ist deren Anführer. Scary Larry, Alter. Oh, wenn wir den angreifen, dann verlieren wir. Okay, was machen wir jetzt? Auf jeden Fall erstmal einen Keks essen, Leute. Wir müssen auf jeden Fall jetzt einen Keks essen, ein bisschen Energie hier bekommen. Komm, auch nochmal einen Keks, zack. Okay, Leute, es ist jetzt auf jeden Fall erstmal Schlafenszeit. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt erstmal hinlegen. Aber ich möchte nicht so schlafen. Ich meine, die Lichter funktionieren nicht. Da gehen wir in den blauen Raum, Leute. Ich würde mal sagen, hier steht eh schon mein Name. Legen wir uns doch mal hin. So, okay, wir sind im Bett. Ich hoffe, es passiert nichts, Leute. Also, ihr seht hier schon, ich liege hier mit Evelina, Evelina oder so. Hallöchen, Evelina. Kann ich auch nochmal irgendwer anders mit reinkommen? Nee, ne? Jetzt liegen wir einfach nur zu zweit. Okay, aber was passiert jetzt, Leute? Bin gespannt. Oh, okay. Ja, wir schlafen jetzt wohl gerade ein. Oh, habt ihr das gehört? Ey, der wird geboxt oder so.
Leute, da wird, glaube ich, geboxt. Okay, sie hat auf jeden Fall... Wo hast du den Baseballschläger her? War das nur ein Albtraum, Freunde? Ich weiß es nicht. So, nächster Tag jetzt hier. Sag mal, wo hast du den Baseballschläger her? Oh, der grüne Raum wurde letzte Nacht attackiert. Aber jeder hat überlebt, okay. Der pinke Raum wurde auch attackiert, aber jeder hat überlebt. Oh, die kommen auf jeden Fall, ja. Das können wir auf jeden Fall nicht nochmal so auf uns sitzen lassen. Hier, Leute, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen was zum Bauen. Komm, wir machen mal hier die Fenster wieder zu, Leute. Komm hier, zack, ran. So, die Fenster müssen zumachen hier auch noch. Zack, Leute, die Fenster alles dicht machen hier. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hier, zack, nochmal auf alles Mögliche drauf bringen. Jetzt haben wir leider kein Holz mehr, aber wir müssen natürlich unsere Räume ein bisschen beschützen, ne? Auch mein Raum hier, das ist, hier ist nämlich mein Bett. Aber ich will auf jeden Fall erstmal an mein eigenes Leben hier denken, Leute. So. Ah, okay, es scheint wohl alles dicht zu sein. Na gut, dann sind wir ja wohl relativ in Sicherheit. Würde ich jetzt erstmal so behaupten. Hier auch alles gut abgeriegelt, Leute. Ich meine, wenn die durchs pinke Zimmer kommen, können die einfach danach hier reingehen und dann in mein blaues Zimmer kommen, Leute. Also, so möchte ich das nun auch nicht haben. Haben wir noch irgendwas hier vielleicht in den Schubladen? Nee, leider nicht. Gut, vielleicht sollten wir mal unten gucken, Leute, ob unten noch irgendwas zu barrikadieren ist. Oh, hier. Hier ist auf jeden Fall noch ordentlich was, Leute. Anscheinend ist hier schon voll. Der hat sogar das Klo zugemacht. Guck mal, wenn ich jetzt einen reinsemmel, dann bleibt es auf dem Holzbrett drauf liegen. Hier, aber ich brauche noch Klopapier. Ein bisschen Klopapier ist hier auf dem Boden. Ja, moin, Alter. So, okay. Können wir da oben rein? Ah, da können wir nicht rein, ne? Das ist zu hoch. Aber anscheinend soll hier irgendwo eine Leiter sein. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Leiter, die wir benutzen können. Auf jeden Fall erstmal hier das Licht anmachen. Das wird schon besser sein. Ich mache es aber erstmal wieder zu. Vielleicht gibt es hier unten eine Leiter. Was ist das hier überhaupt? Ah, ein nettes Zuhause für eine Maus, ne? Aha. Jerry, anscheinend da unten drin. Alles klar. So, haben wir hier alles zugemacht, Leute. Oh, wir haben einen guten... Okay, wir haben einen guten Job verrichtet, um das Haus auf jeden Fall ein bisschen zu barrikadieren, hat er gerade gesagt. Hier auf jeden Fall noch das Licht anmachen. Hä? Mittens. Hallo, Katze. Was geht ab, Alter? Wie geht's dir, hä? Alles gut bei dir? Ich hoffe, dir geht's gut, kleine Miezekatze. Oh nein. Okay, was passiert jetzt? Ist schon wieder die nächste Nacht angebracht, oder was ist nun los? Er ist auf jeden Fall schon mal spät geworden, sagt er. Oder sind nur noch 3 Pizzastücke über, ne? Ja, da schnappen wir uns aber nochmal schnell ein Stück. Ich möchte jetzt auf jeden Fall das Pizzastück haben. Das direkt vor mir. Das will ich haben. Brauch ein bisschen Energie. Los jetzt hier. Gib mal das Pizzastück. Warum kann ich das nicht greifen, Leute? Ah, okay. Ja, das zeigt auf mich, Leute. Ja, jawohl. Ich habe jetzt eine Pizza auf dem Kopf. Okay, gut, dann essen wir die doch mal direkt, Freunde. Hier, zack. Und immer wenn ich Pizza esse, geht das doof. Nö, Licht aus. Ja, woher kommt das Licht, ne? Wollte ich auch gerade fragen, Leute. Woher kommt das Licht? Oh, die sind draußen, Leute. Okay, ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass die Bretter einfach mal standhalten. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall ordentlich jetzt erstmal hier wieder ins Bett. Oh, bitte lass mich nicht attackiert werden, Leute. Ich habe doch hier jetzt alles schön zugemacht. Denk dran, Evelina oder wie du heißt, du hast den Baseballschläger, du musst mich retten. Ich habe nichts, ich habe eine Pizza, ich kann die mit einer Pizza abwerfen. Oder mit einem Apfel oder mit der leeren Chipstüte. Aber du hast irgendwoher den Baseballschläger und den brauche ich auch. Oh mein Gott, was war das, Leute? Nein! Oh, oh, die werden da schon wieder geboxt. Oh mein Gott, die werden schon wieder im grünen Raum geboxt, Leute. Oh, oh, oh. Okay, wir hatten auf jeden Fall relativ Glück gerade. Ich hoffe, die kommen da nicht noch zu uns. Ist hier noch irgendwas? Ein Baseballschläger in der Schublade oder so? Oh, guck mal, wie die geboxt werden, Alter. Haben die überlebt? Evelina, beschützt du mich mit dem Baseballschläger? Okay, der pinke Raum wurde letzte Nacht attackiert. Einer wurde umgebracht. Was? Obwohl wir es barrikadiert haben. Oh mein Gott, okay, das heißt, er sagt einfach, die Bretter haben nicht ausgereicht. Unten ist anscheinend irgendwas. An dem Fenster und an den Türen, aber wir sollen vorsichtig sein. Leute, ich sehe da Glas, das kaputt ist. Oh mein Gott, da rennt irgendwer draußen rum. Wer ist das? Nein. Oh mein Gott, okay, ich habe das kaputte Fenster entdeckt. Oh mein Gott, die Kellertür ist offen, Leute. Oh mein Gott, da ist, glaube ich, noch jemand drin. Leute, wenn da jemand drin ist, dann soll die Evelina vorgehen mit ihrem Baseballschläger, ne? Oh mein Gott, der kommt hoch. Oh mein Gott, Leute, wir müssen in der Küche oder so. Oh mein Gott, wir müssen schnell irgendwo uns verstecken, Leute. Okay, wir müssen hier irgendwas, Leute, müssen... okay, wir verstecken uns hier. Okay. Das ist der Anführer. Gary Lake, guck mal, wie der sich hinter der Tür versteckt. Der müsste jetzt gleich vorne aus der Tür da rauskommen. Wir verstecken uns jetzt hier einfach. Oh mein Gott, der da hinter der Tür war, der hat es leider nicht geschafft. Oh, oh. Scary Larry. Ich hoffe, der ist blind, Freunde. Ich hoffe, der ist blind. Oh. 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 Er ist weitergegangen. Leute, er ist weitergegangen. Ist jetzt irgendwie oben. Okay, und diese Evelina, die rennt jetzt weg, oder was? Okay, wir sollen schnell. Okay, wir sollen schnell in den Keller rein. Okay. Weil wir rennen ganz schnell in den Keller rein. Mach die Tür zu. Okay, lauf, Leute, lauf. Hey, mittens. Ist ja auch hier schon wieder unten. Oh, eine Mistgabel. Die nehmen wir auf jeden Fall. Hier. Was will er machen, hä? Ich hau den kaputt mit der Mistgabel. Oh mein Gott, Baseballschläger auch noch hier. Die besser als diese Mistgabel. Ah, okay. Man soll die Waffen. Okay, okay, Leute. Man soll anscheinend die Waffen teilen. Was sind das hier für Teile, Leute? Hier ist die Leiter. Aha. Da legen wir die erstmal nochmal hin. Aber die Leiter ist auf jeden Fall für oben nachher.
Fürs Dachgeschoss. Das werden wir uns auf jeden Fall gut merken. So, was haben wir hier in der Kiste drin? Hier nichts Besonderes. Haben wir hier irgendwas drin? Nee. Was ist das hier? Ein Hammer. Und Brecheisen, Alter. Wir nehmen ja so eine Mist. Oh mein Gott, die versuchen einzubrechen. Wie beschützen wir denn jetzt die Basement, Leute? Die wollen hier einbrechen. Was machen wir denn jetzt? Oh mein Gott, nimm die Mistgabel in die Hand. Komm, hau den aufs Maul. Los. Bam, bam, bam. Komm, auf sein Gesicht, Freunde. Auf sein Gesicht. Ins Gesicht. Und da. Hier den letzten Stich nochmal mit der Mistgabel, Freunde. Ja, wo? Oh mein Gott, er hat noch einen Kollegen. Der hat eine Brechstange. Okay. Oh. Bam, 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 bam. Alter, komm her, hä? Komm her. Was los, Mann? Was los? Was los? Willst du mit mir anlegen oder was, hä? Ja. Bam, Alter. Oh nein, da ist noch einer, Leute. Aber der hat irgendwas fallen lassen. Oh, oh, Hilfe, Hilfe, aua, 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 ey, au, 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 au. Ey, ihr müsst ihm helfen, Mann. Okay, er hat anscheinend noch irgendwas fallen gelassen, aber hey, hilf mir doch mal. Los, jawohl, bam, bam, auf den Kopf nochmal gehauen hier. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Energie hier, ein bisschen Pizza fressen jetzt, zack. Oh, wir haben Kratzer im Gesicht, Leute. Ey, das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus, so hier mit einem Kratzer davon gekommen. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal einen Apfel essen. Zack, und noch einen Apfel, Leute. Das hat ganz schön viel Energie gekostet. Aber jetzt sagt er, wir sollen hier unten schlafen. Oh mein Gott, nur ein paar von uns werden schlafen. Anscheinend müssen wir noch Wache halten, ne? Oh, wir müssen den Betten geben für die Leute, die anscheinend nicht so stark mehr sind. Hey, ich bin voll klein, ich brauche ein Bett. Wäh, wäh, ich brauche ein Bett. Hier, ich lege mir jetzt rein. So. Okay, mittens, du beschützt uns. Du bist die Beschützerkatze. Ja, oh, aber zum Glück hier schon der nächste Tag, ne? Aber ich möchte jetzt aus diesem doofen Keller raus. Es ist nass hier drin. Es stinkt. Es ist kalt, feucht, alles. Können wir noch den Reifen mitnehmen? Nee, anscheinend nicht, ne? Nee, okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier raus, Leute. Ganz schnell aus dem Keller raus. So, mal gucken, wie das jetzt hier oben aussieht. Oh, auch nicht so besonders gut, ne? So, schauen wir hier. Das Mauseloch ist immer noch da. Aber vielleicht, leitet mal. Vorne wurde eingebrochen. Und da sind sie wahrscheinlich rausgegangen. Leute, ich hole mir aber noch schnell die Leiter, ne? So, wir müssen auf jeden Fall... Ach, wir müssen noch zum Einkaufsladen. Okay, oh mein Gott. Leute, die Leiter ist richtig schwer. Die zieht auf jeden Fall unsere Energie ganz schön gut ab, Alter. Gut, die müssen wir erstmal hier hinlagen. Oh, moin, habt ihr irgendwo anders hingelegt? Na gut. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz schnell zum Einkaufsladen. So, der ist hier rechts. Alles klar. Oh mein Gott, was haben sie mit der Nachbarschaft gemacht? Guckt euch mal die Nachbarn an. Hier, alles mit Eis und so. Wir müssen aufpassen, dass wir, ey, dass wir da nicht ausrutschen. Guck mal, die ist ausgerutscht. Können wir ja auch ausrutschen mit dem Eis, Leute. Wow, aua. Okay, ja, man kann auf jeden Fall auf dem Eis ausrutschen. Da müssen wir auf jeden Fall gut aufpassen. Das zieht uns auch wieder Energie ab. So, rüberspringen, zack, zack, zack. Lass mich hier mal in den Laden rein. Als ob wir das jetzt noch bezahlen müssen. Ich glaub's ja nicht. Was kaufen wir denn? Ich würde einfach mal sagen, was ist denn das hier? Ich glaube, wir kaufen uns mal so ein Medikit. Ja, so ein Medikit sollte, glaube ich, ganz wichtig sein hier. Essen und so haben wir eigentlich noch ganz genug. Ich glaube, wir können hier noch so eine... Können wir das noch essen hier? Ich glaube, das können wir nicht essen. Oh doch, hier. Ein paar Chips noch reinfressen, Freunde. Bam, 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 bam. Hier wieder rüberspringen. So, auf jeden Fall ordentlich was wieder eingekauft. Können wir noch irgendwas hier von der Nachbarschaft mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Die haben auf jeden Fall die ganze Nachbarschaft einfach kaputt gemacht. Ich glaub's ja nicht. Sag mal, wer bist denn du eigentlich für ein Gandalf? Onkel Pete. Hey, Pete, was geht ab? Pete möchte einen Bloxy-Cola, ein Cookie und, okay. Habe ich leider nicht alles, Pete. Tut mir leid. Das tut mir leider leid, dass ich das nicht für dich habe. Hast du noch was für mich oder was? Kannst du mir was geben? Anscheinend nicht, Freunde. So, wir gucken mal hier. Das Bild können wir noch ein bisschen bewegen. Oha, du hast eine richtig neue Aura jetzt hier bekommen. So, haben wir hier noch ein Safe? Was ist denn da drin? Oh, den Code 1234. Okay, schade. Es wird auf jeden Fall spät. Wir müssen die Türen schließen, Leute. Die Türen schließen und abschließen. Okay, Türen abgeschlossen. Die hier mit dem Baseballschläger ist hier auf jeden Fall wieder gut am Start. Warum bist du eigentlich so groß? Warum bin ich so klein? Na gut, Freunde, mal gucken. Was sollen wir jetzt machen? Okay, gute Arbeit mit dem Einkaufen. Ah, okay, wir können auf jeden Fall jetzt wieder Pizza bestellen. Finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Also, der Lieferant sollte bald kommen. Dann setzen wir uns auf jeden Fall jetzt hier mal am Tisch und warten mal gefälligst. Warum versteckst du dich dahinter? Erwartet sie irgendwas, Freunde? Kommt da auch wirklich der Lieferant, oder? Ich setze mich hier an den Tisch und warte mal auf die Pizza. Oh, es hat schon wieder geklopft, Freunde. Okay, dann mach sie doch mal auf. Wehe, das ist jetzt... Nein! Ey, das ist kein Lieferant, Leute. Der hat aber was ganz Komisches auf. Warum hat er so einen komischen Anzug an, Freunde? Oh, oh. Nein, das ist der böse Mann. Leute, wir müssen jetzt hier ganz schnell weglaufen. Ja, oh, oh, auf jeden Fall. Was machen wir denn jetzt? Wo müssen wir hin? Oh, Freunde, das wird nicht gut enden. Das. Oh mein Gott, der hat einen... Okay. Okay, den müssen wir angreifen. Alles klar, hier mit deinem doofen Nudelholz hier. Komm. Oh, aua. Ey, was ist los bei dem? Der macht einen Tornado. Ey.
Du Ballerina, hör mal auf jetzt hier. So, zack, bam, bam, bam. Mit der Mistgabel, Freunde. Hier, auf den Kopf. Bam, 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 bam. Ah, aua, 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 aua. Ey, warum nur auf mich? Ey, warum nur auf mich? Hilfe, ihr seid doch die Erwachsenen. Hilf mir. Ah, Hilfe. Ey, warum geht ihr nur auf mich? Okay, jetzt hier alle angreifen. Attackieren, sperrt ihn ein. Bam, 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 bam. Ah, aua, ah. Lauf, 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 lauf. Er ist stehen geblieben. Leute, er steht. Oh, okay. Auf ihn. Out ihn, Leute. Auf ihn. Auf seinen Kopf. Piekst ihn damit. Kitzeln, alles Mögliche. Komm. Au, au, au. Er muss sich ein bisschen austoben. Egal, wir greifen ihn an, Leute. Wir greifen ihn an. Attackieren. Attackieren. Und. Oh, ist er. Oh, wir haben ihn. Jawohl. Wir haben ihn. Nochmal nachstechen. Okay, war's das jetzt? Oh, guck mal hier, defend. Wow. Okay, Leute, okay, sehr gut, okay. Oh, wir werden morgen ausbrechen, Leute. Wir werden morgen aus diesem Haus hier ausbrechen. Das heißt erstmal wieder ab zu Bett. Ich hoffe, es gibt gleich keine Rache in dieser blöden Nacht. Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall... Oh, ich bin schwächer, weil ich ein Kind bin. Oh, okay, alles klar. Nur weil ich ein Kind bin, heißt nicht, dass ich gleich schwach bin. Egal, wir warten jetzt mal auf den. Oh, oh. Nein, ey, warum jetzt ich? Nein, bitte, ey, verschont mich. Bitte, macht nichts. Greift die Evelina an oder so. Der ist umgefallen. Haben die uns einen Prank gespielt? Oh, doch nicht. Aua, aua, aua. Okay, attackieren, Leute, attackieren. Ah, ah, aua, aua, aua. Ah. Evelina oder so, wie die heißt, Leute, die hat uns gerettet. Oh mein Gott, war das ein Albtraum? Oh mein Gott, Leute, du bist auf jeden Fall ein normales Ende. Okay, wir nehmen das erstmal das normale Ende, das finale Ende, Leute. Machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Aber anscheinend wird das jetzt sogar gewählt. Dann können wir auch das finale Ende wahrscheinlich nehmen. Bin mal gespannt. Okay, Alarm, 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 Alarm. Was ist das für ein Alarm da draußen? Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Chips hier essen. Bisschen Chips essen. Ah, okay, die Tür ist auf. Wow. Nein, die überfallen jetzt einfach den Einkaufsladen. Nein, Scary Larry, Leute. Scary Larry klaut einfach im Laden, wo ich $40 bezahlt habe, ne? Klaut der einfach. Oh, wir müssen jetzt entkommen. Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt entkommen. Okay, Onkel Pete, wo bist du, Mann? Da, Onkel Pete. Da vorne ist Scary Larry. Zum Glück hat er sich vollgefressen im Supermarkt, dass er jetzt nicht so schnell laufen kann. So, Onkel Pete, bist du am Start? Ich will mich hier draufsetzen. So, okay. Onkel Pete, los, fahr los. Onkel Pete, worauf wartest du? Fährst du noch los? Oh, wir fahren jetzt weg, Leute. Oh mein Gott, das war auf jeden Fall richtig, richtig knapp. Ja, moin. Da hinten sind wir auf dem Auto. Guck mal, da bin ich. Jawohl, da bin ich. Und das mittens. Mittens ist auf jeden Fall auch noch mitgekommen. Mittens lauf. Lauf so schnell du kannst. Oh, hier links ist Scary Larrys Haus. Okay. Scary Larry also, hä? Ja, wir haben Scary Larrys Haus gefunden, Freunde. Mhm. Lass uns doch mal reingehen. Mhm. Da können wir auf jeden Fall doch mal reingehen hier. So, Scary Larry, hä? Was los, Mann? Jetzt wird's richtig Rambazamba hier. Ah, nettes Haus auf jeden Fall, ne? Mit Brunnen davor und so, ne? Aha. Alles klar, so ein Ding ist das also. Oh, der die teuersten Vasen. Ah, die teuersten Vasen. Oh. Oh mein Gott, warum hast du jetzt eine Bombe gezündet? Willst du seine ganze Bude hochladen oder was? Okay, wir müssen das so viel wie möglich kaputt machen. Wir haben jetzt 2 Minuten 30 Zeit, um alles mögliche kaputt zu machen, was geht. Ich gehe direkt an die Vasen, Alter, Leute. Ich gehe direkt an die Vasen. Ja, direkt hier, Leute, die Vasen, Alter. Weg damit. Weg mit den Vasen, warum kann ich die nicht kaputt machen? So, 2 Minuten 30 jetzt. Jawohl, Leute, hier, die doofen Vasen. Die sahen eh nicht so gut aus. Hier, mach die alle kaputt. Bam, Alter. Bam. Was ist das hier? Brechstange, mach ich kaputt. Sofa, mach ich kaputt. Pflanze, zack, hier, kaputt hauen. Aber wie viel Pizza fristen der? Ich glaub's ja nicht. So, hier, Klavier, Leute, das machen wir alles kaputt, Alter. Bam, Alter. Die ganzen Tasten hier rausmachen. Zack, das. Wer ist das denn, Alter? Direkt mir auf den Kopf hauen. Ist der noch am Schlafen? Ist das schwerhörig oder was? Wir machen hier die ganze Bude kaputt. So, hier. Schlechtes Bild. Weg mit diesem Bild, Leute. Sieht eh hässlich aus. Sofa auch. Bam, hier. Zack. Tisch. Selbst den ganzen Tisch nehmen wir mit, Leute. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat einfach den ganzen Supermarkt ausgeraubt. Ich glaub's ja nicht. So, hier. Zack, alles immer auf. Alles Mögliche hauen. Bam. Pizzakartons. Oh, ist die Bombe, Freunde. Oh mein Gott. 1:40 haben wir noch. Bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Hier noch das. Die Halter kaputt machen. Bam. Leute, alles muss kaputt gehen. Was haben wir überhaupt oben? Ich war noch oben gar nicht. Hat er da sein Schlafzimmer? Ich glaube, ich kacke ihn einfach ins Bett, Leute. Das machen wir. Wo? Wo ist sein Schlafzimmer, hä? Alter. Was hat er denn hier alles gelagert, Leute? Alles kaputt machen, was geht, ne? Die ganzen scheiß Kartons. Bam. Bam. So. Er hat ein Heimkino. Ich glaub's ja nicht. Das machen wir erstmal kaputt, Freunde. Der hat einfach ein Heimkino. So, hier. Bam, bam.
Alles kaputt, Leute. Alles kaputt. So. Wir haben auf jeden Fall schon mal Bronzemedaille dafür erreicht, dass wir sein Haus kaputt gemacht haben. Feiere ich auf jeden Fall. Hier, zack, nochmal alles kaputt machen. Bam. Der Beamer, Leute. Der wird auch nicht überleben. Zack. Bam. Bam. Jawohl, das war so mit dem Beamer. Können wir auch die Leinwand noch kaputt machen? Ne, ich glaube, Leinwand können wir nicht kaputt machen. So, Leute, 30 Sekunden haben wir nur noch. Wir müssen auf jeden Fall gleich hier raus. Ganz schnell, bevor die Bombe hochgeht. Haben wir noch irgendwas? Sein Badezimmer. Erstmal das Waschbecken kaputt machen. Die Dusche, Leute, die wird natürlich auch kaputt gemacht, Alter. Hier, seine Toilette, dann kann er nicht mehr scheißen. Haha, Klopapierrolle auch. Dann hat er nichts zum Abwischen. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell gleich hier raus, Freunde. Oh, noch 14 Sekunden. Ich würde mal sagen, ab nach unten. Los, die Diener. Ab nach unten. Und jetzt ganz schnell hier raus, Freunde. So, hier. Seinen Brunnen noch irgendwie kaputt machen. Dann auch hier seine Rosen. Seinen Rosenbusch. Bam. Alles kaputt hier. Geht die Bombe hoch, oder was? Geht die Bombe hoch? Oh mein Gott, Alter. Oh nein, wir haben noch voll viel vergessen, ne? Oh, der hat noch so einen ganzen Tisch und so. Okay. Alles klar, Leute. Alles klar. Bombe ist auf jeden Fall hochgegangen. Haben wir sein ganzes Haus kaputt gemacht. Tja, das war's mit dir also. Aha, da kommt er also nach Hause und das ganze Haus ist kaputt. Tja, Mann, hä? Was los? Leg dich lieber nicht mit dem kleinen Brox an. Ja, da geht die Bombe hoch, Freunde. Boom. Haben wir den Typen komplett hochgenommen, Alter. Das war auf jeden Fall Ausbrechen, Leute. Was geht ab, Leute? Ich wurde einfach ins Gefängnis gesteckt. Ja, ich habe einen Lolli geklaut bei Edeka. Es tut mir wirklich leid, aber ich wollte es nicht. Ich wollte doch einfach nur so ein gratis Lolli haben, Leute. Und das passiert, wenn man klaut. Dann landet man im Gefängnis. Deswegen, Leute, denkt schon mal dran, nicht klauen, ne? Aber jetzt muss ich halt doch irgendwie hier rauskommen. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie einen Weg finden, wo man jetzt ausbrechen kann, Freunde. Wenn ihr denkt, dass ich heute schaffe, aus dem Gefängnis auszubrechen, dann haut jetzt auf jeden Fall gerne mal auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Und wenn ihr noch mehr Roblox-Videos sehen wollt, dann dreht auf jeden Fall einmal ganz kurz noch euer Handy, drückt auf den Abo-Button, noch auf die Glocke. Leute, das wäre auf jeden Fall mega, mega cool, wenn ihr das jetzt macht. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal ganz kurz hier, wo wir jetzt hier vielleicht rausgehen. Er sagt jetzt, hey, wir müssen auf jeden Fall entkommen. Ist er irgendwie hier oder so, hinter dem Spiegel? Hier bei der Tür. Ah, hier ist einfach, oha. Hier geht es noch, hier geht's sogar noch nach draußen und hier seht ihr schon, dass das Gefängnis richtig groß ist. Aber hier können wir anscheinend hinter der Toilette in einen geheimen Raum einfach reingehen. Oh Leute, das wird ja mal mega, mega cool. Ich hoffe, dass wir jetzt hier richtig, richtig gut entkommen können. Schnell los durch diese Tunnel, sagt er. Okay, komm, wir müssen jetzt hier mal rüberspringen, Freunde. Ich weiß es jetzt nicht, wo wir hier gerade sind. Es sieht aus nach Kanalisation, aber in der Kanalisation gibt es eigentlich nicht so Knochen und so, die an der Wand hängen, Leute. Also so kenne ich das auf jeden Fall nicht, aber wir müssen jetzt hier noch einmal ganz kurz, oh Gott, hier so vorsichtig ran. Alles klar. So. Um die Rohre und so herum. Oh Gott. Wo sind wir denn hier? Was ist das denn jetzt? Hä? Hier ist einfach so, so zwei riesen Pumpen oder so. Okay, pass auf. Hier ist auch noch Lava. Leute, was ist das bitte schon für ein Gefängnis? Hier ist einfach Lava und so, ne? Komm, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Schnell und das ist jetzt hier die Kanalisation, Freunde. Komm, wir klettern das hier nochmal ganz kurz hoch. So, schnell hochklettern. Bis jetzt wurden wir ja noch nicht erwischt. Vielleicht treffen wir noch irgendwelche anderen, die auf dem Weg noch ausbrechen. Wäre auf jeden Fall echt cool. Und jetzt hier auf jeden Fall durch den Lüftungsschacht durch, Leute. Ganz entspannt und jetzt fliegen wir. Ah! Ey! Hey! Wow! Ey! Alter, ich bin gerade einfach bis hier nach oben hingeflogen. Wir sind hier anscheinend. Okay, pass auf, wir laufen. Nein, 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 nein. Ey! Oh! Okay, pass auf, jetzt müsst ihr, glaube ich, hier schnell laufen. Und dann, zack. Okay, und jetzt lauf, 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 lauf. Okay, gut. Alter, sowas habe ich auch noch nie gesehen in der Obby, ne? Alter. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Wir sind jetzt hier echt in so einem riesen Lüftungsschacht, glaube ich, oder so, ne? Ich glaube, hier ist die beste Möglichkeit, um zu entkommen, weil ich glaube, viele werden sich allgemein noch immer nach unten so rausbuddeln wollen. Da haben sie bestimmt irgendwelche Sensoren oder so. Deswegen gehen wir jetzt hier entspannt durch die Lüftungsschächte und so durch. So, hier geht es sogar ein bisschen weiter, Leute. Mal gucken, was wir jetzt hier gleich noch so haben. Und, oh, ey, hier sind Diamanten von Minecraft. Warum sind die einfach so Diamantenblöcke? Wie cool ist das denn? Komm, wir gehen jetzt hier nochmal, zack, hier ran und, oh, nein. Hey, guck mal, hier ist auch noch so ein anderer Ausbrecher. Ja, auch noch ein anderer Gefangener, der auch ausbrechen möchte. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Weswegen sitzt er überhaupt? Das möchte ich mal wissen. Und, ey, JD, Mirk JD, wo müssen wir lang? Müssen wir, yo, oha, wir sind einfach mitten im Raum. Okay, wir brauchen die Keykarte für die Tür. Okay. Wo, müssen wir jetzt hier oben in den Lüftungsschacht rein, meint er, glaube ich, ne? Ist hier irgendwo diese Keykarte? Aua. Na, ich glaube, wir müssen jetzt hier so und dann hier rein, ne? Oha, ja. Oh, er schläft. Er schläft einfach. Oha, schnell hier
Die Schlüsselkarte. Okay, ich habe die Schlüsselkarte jetzt in der Hand. Schnell wieder zurück, Leute, um die Tür zu öffnen. Der schläft einfach. Ha! Was ein blöder Polizist, Leute. Und jetzt können wir quasi mit der Schlüsselkarte die Tür hier aufmachen. Komm, kein Problem, Kollege. Zack. Komm mit durch. Oh, er muss selber die Schlüsselkarte holen. Hier, schnell, komm, die Tür ist auf. Oh, er will nicht mit. Na gut, Leute, kein Problem. Hä? Sieht er mich gerade? Kann ich hier... Nee, ich kann da nicht rein. Oh nein, ich bin gegen das Ding gelaufen, ich Idiot. Ich hatte gerade echt so das Gefühl, dass der Typ mich gerade sieht, ne? Das wäre ja auf jeden Fall mal gar nicht cool. Jetzt sind wir hier sogar noch in der Cafeteria. Und aus irgendeinem Grund ist hier überall Wasser auf dem Boden, Leute. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb hier jetzt Wasser auf dem Boden sein sollte, aber wir können auf jeden Fall... Mist! Hier dürfen wir nicht so leichtsinnig durchgehen. Wir müssen immer schon gut gucken, dass wir... Oh Gott, nicht getroffen werden von Lasern und... Oh Gott, die Kamera... Oder können wir hier rein? Hier sind noch Waffen und so. Ey, ich habe mich gerade da durchgeschlingelt. Hallo? Kann ich mir noch was nehmen irgendwie? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre auch zu heftig. Guck mal, wie ich mich einfach durchgeschlängelt habe, Leute. Okay, komm, weiter geht's jetzt hier in diesen riesengroßen Raum und... Wo sind wir denn jetzt hier? Schnell! Ich brauche Speed-Cola für diesen Part. Also muss ich mir jetzt hier eine Speed-Cola holen und die jetzt trinken, oder was? Komm, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier und trinken jetzt mal eine Speed-Cola. Und bin ich jetzt schneller, oder was? Oh, ich bin wirklich schneller. Wenn ich nochmal trinke, bin ich noch schneller? Nee, aber ich kann... Zack! Zack! Okay. Sehr gut. Und jetzt bin ich wieder langsam. Schade. Aber wir waren kurzzeitig schnell. Ich wusste gar nicht, dass hier so eine Speed-Cola vorhanden ist. Kann ich noch ganz kurz ins Badezimmer gehen? Ich muss nochmal auf Toilette. Oder warte mal, können wir hier vielleicht sogar geradeaus gehen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Und durchquengeln können wir uns hier diesmal auch nicht. Komm, dann gehen wir mal hier ins Badezimmer und dann mal außen rum. Über die ganzen so Toilettenpapierrollen rüber. Hier nochmal die Schilder. Und jetzt ist hier einfach... Oh, ey, wir sind... Warum habe ich jetzt auf einmal so einen Helm auf? wir sind hier, glaube ich, gerade unter der Toilette. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das hier alles braun ist. Ich hoffe mal, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ne? Wollen wir es mal nicht hoffen. Aber nächster Check wird auf jeden Fall schon mal gesichert. Bloß hoffen, dass wir jetzt hier... Oh, das war richtig knapp. Dass wir jetzt hier auch noch irgendwie rauskommen. Ich, weil irgendwie sieht das hier relativ gruselig aus. Und ich muss über... Ah, über die Bretter rüber. Schnell. So, oh, das waren die einzigen Bretter, die hier gekommen wären, Leute. Jetzt hätte ich es nie wieder geschafft, hier allgemein hochzugehen, beziehungsweise rüberzugehen. Alles klar, Wasser ist jetzt hier sogar auch noch am Start. Und dann muss man jetzt quasi... Oh nein, der letzte Wasserstrahl habe ich so weggepustet. Das heißt, lieber warten, Leute, bis der weg ist. So, weg ist er, schon können wir gehen. Geht es hier direkt schon durch die nächste Tür. Und jetzt müssen wir warten, bis schon wieder so ein Holzbrett hier ankommt. Ey, Holzbrett, Holzbrett, ich brauch dich bitte. Ey, warum guckst du überhaupt so doof? Okay, Leute, wir warten jetzt einfach mal ganz kurz auf das Holzbrett, bis es kommt, damit wir noch weitergehen können. Und da ist es auch schon. So, okay, wir sind jetzt drauf, warten jetzt sogar hier. Und hier sind sogar, da sind, glaube ich, auch so Ratten und sowas drin, ne? Und müssen wir jetzt hier gleich springen, Leute? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir müssen hier gleich springen. Und, ja, okay, drüben sind wir jetzt auch schon. Jetzt können wir hier, glaube ich, nochmal nach oben wieder gehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns die Lichter nicht sehen. Das sind jetzt quasi so Lichter, weil die haben jetzt gerade den Alarm ausgelöst, haben gesehen, dass welche ausgebrochen sind. Und diese Lichter gucken uns halt dann quasi an. Kein Problem, Leute, da kann ich auf jeden Fall immer ganz leicht vorbeigehen. Hier ist sogar noch die Elektrizität einfach so zu sehen. Das heißt, die dürfen wir auch nicht sehen, Leute. Die haben mir richtig, richtig viele Fallen und so auch gestellt. Kann doch nicht angehen, ey. Jetzt müssen wir schnell den Helikopter nehmen. Los, schnell, ab in den Helikopter, Leute. Und können wir jetzt schon damit abhauen? Oder... Nein, wir sind gecrashed, weil wir nicht Helikopter fliegen können. Okay, oh, die Polizei steht vor uns. Kann ich hier durch die Tür gehen? Vielleicht? Nee, kann ich hier durch den Mülleimer oder so gehen? Kann ich an der Polizei vorbeigehen? So, haut rein. Jetzt sag nicht, wir werden wieder Oh nein. Oh, und jetzt sind wir sogar in Alcatraz. Jetzt müssen wir hier noch ganz kurz gucken, wie wir ausbrechen können. Vielleicht mit einer Metallstange, sagt er. Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Metallstange haben. Ich guck gerade mal, Leute. Hier vorne ist noch alles normal. Oh, was ist das denn hier? Aha. So ein Badge, das können wir natürlich gerne mitnehmen. Und ich glaube, hier habe ich gerade eine Toilette. Genau, die Toilette ist hier am Tropfen. Aber hier kann ich auch, warte mal. Muss ich vielleicht hier irgendwas haben? Auch nicht. Und hier waren wir ja eben gerade schon. Warte mal, hier ist, warte mal, ist hier irgendwo... Vielleicht, ich guck gerade mal, also hier müssen wir dann, glaube ich, durchgehen, aber wir brauchen dafür nochmal so eine Metallstange. Und vielleicht ist die ja hier irgendwo hier unten, Leute, diese Metallstange.
So, hier vielleicht drin. Nee, ich glaube, dann ist sie hier. Weil hier ist da so ein Schatten, ne? Ah, hier liegt sie, Leute. Das ist die Metallschlange, die wir brauchten. Und er meinte noch eine Toilette, die leckt. Also halt die Wasser leckt. Und deswegen gehen wir jetzt hier ganz schnell hier vorne hin. Zur Toilette, Leute. Und hau mal ganz kurz, bam, die Toilette auf. So, schnell hier abhauen. Hä? Ah, hier runter geht's, okay. Alter, wir sind gerade einfach in Alcatraz. In dem gefährlichsten Gefängnis oder sichersten Gefängnis jemals, glaube ich, ne? Oder? Kann ich da? Ja! Oh yeah! Rein geht's, Leute! Sehr, sehr gut. Und oh, hier sind auf jeden Fall ein paar Parts, die so ein bisschen tricky sind. Hier können wir auf jeden Fall noch relativ gut durchgehen. Dann können wir hier, oh Gott, auch noch weiter. Hoffen, dass wir nicht getroffen werden. So. Oh nein, wir wurden getroffen, weil das ein Fließband ist. Ich dachte, ich kann einfach ganz normal stehen. Laufen und laufen und laufen. Okay, sehr gut, sind wir durchgekommen. Weiter geht's jetzt hier. Und zwar geht jetzt hier noch die Leiter hoch. Und oh, einmal ganz kurz Checkpoint nehmen, Leute. Hier nochmal über diese rostigen, heißen Stangen rüber. Auch alles kein Problem. Hier muss man auf jeden Fall echt gut aufpassen, dass man nicht zu früh und auch nicht zu spät springt. Und oh Gott, Alter, wenn wir jetzt hier runterfallen, das wäre ja so heftig ärgerlich, weil die Dinger drehen sich jetzt so heftig schnell, dass wir direkt runterfallen würden. Oh, so, okay, ja. Und zack, weiter geht's jetzt hier. Alles klar, null Problemo. Können wir jetzt hier noch die Leiter hochgehen, Leute? Ich glaube, ja, wir können hier noch die Leiter hochgehen. Die richtig, richtig rostige Leiter. Eieiei, Leute, ich sag's euch, diese Leiter ist, glaube ich, nicht mehr so stabil und wurde auch, glaube ich, noch nicht so oft häufig benutzt. Und jetzt sind wir in irgendeinem Raum. Können wir jetzt hier noch durch die Tür gehen? Ja, wir können hier sogar durch die Tür gehen, wie cool. Und, oh, bloß aufpassen, dass wir jetzt hier nicht wieder die Laser berühren. So, kreuz und quer. Dann schafft man auf jeden Fall alles hin und her. Und jetzt ist, warte mal, muss ich jetzt den Knopf drücken? Ah ja, schnell, lauf, springen. Oh, okay, sehr gut. Und ja, haben wir nochmal Glück gehabt. Gott, ist das hier grün, Leute. Alter, ist das grün. Es ist so grün, dass es mich das sogar durchsichtig macht. Vorsichtig. So. Okay, die Tür ist verschlossen. Ist hier vielleicht irgendwo ein anderer Raum? Vielleicht meint er ja irgendwie diese Tür hier. Nee, auch nicht. Vielleicht ja diese Tür hier. Auch nicht. Aber dann vielleicht diese Tür, Leute. Auch nicht. Hä? Welche Tür meint er dann, wo wir reingehen müssen? Ah, ich glaube, ich weiß, welche der meint. Und zwar die hier, ne? Ja, die Tür hier. Und hä? Hier ist einfach so ein Stromschlagdingens. Ob das so sicher ist, Leute? Ich weiß ja nicht. Warum, ich drücke mal ganz kurz hier den Knopf. Oder muss ich mich da reinsetzen? Kann ich mich da reinsetzen? Nee, ich setze mich da mal lieber nicht rein. So, jetzt können wir hier nochmal... Ah, wir können jetzt hier außen lang gehen. Alles klar, sehr, sehr gut. Und... Oh Gott, nein, es ist wieder nur ein Weg sicher. Und in der Mitte war es auf jeden Fall schon mal nicht. Manometer. Ich würde dann einfach mal links, ja, links ausprobieren. Dann vielleicht rechts, ja, und nochmal links. Ja, und jetzt Mitte vielleicht. Nein. Links und rechts und links und nochmal geradeaus. Ja, okay. Weiter geht's jetzt hier in diesen Raum. Und wir sind auch wieder so kleine Kabel, die wir nicht berühren dürfen. Weil sonst wird hier so ein Alarm oder so ausgelöst. Und hey, ah, wir sind einmal um die Tür herum. Perfekt. Und oh Gott, ist das hier... Was ist denn jetzt hier ausgelaufen, Leute? Pipi oder was? Warum ist das hier so gelb? Oder ist das alles Fanta oder so? Ganz, ganz verrückt. So, jetzt hier vorsichtig um die Laser rum. Alles klar. Jetzt hier auch nochmal... Ey, wer bist du denn? Hallo. Dich kenne ich ja gar nicht. So, jetzt hier, zack. Gehen wir nochmal rechts außen rum. Und... Oh, der Trick 17. Der hat uns hier einfach beigebracht. Wir können einfach rüberspringen. Sehr, sehr gut. So, schnell, komm, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, die sind hier sogar schon auf dem Weg. So, wir sind fast draußen. Wir müssen einfach nur nach hier so lang laufen. Alles klar. Schnell durch den Garten, Leute. Und, ja, nicht ganz geschafft. Aber hier, ich verfolge sie jetzt einfach, okay? Guilia, warte auf mich, Guilia. So, durch die Tür hier. Schnell. Und, oh, hier sind so, oh nein, die Laser habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann. So, jetzt aber. Und jetzt aber. Und jetzt aber. Okay, gut durchgekommen. Und, nein, hier ist wieder eine Wache. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, aus dem Raum auszubrechen. Ich seh direkt schon, Freunde. Ich sehe es direkt schon. Nämlich hier oben der Lüftungsschacht. Ich sage euch, der Lüftungsschacht wird immer irgendwas bringen. Und nein, schnell. Hier kommt irgendwer. Ich gehe jetzt schnell in den Kühlschrank, Leute. Ja, es war sogar richtig. Ich bin in den Kühlschrank gegangen. Lol, wir waren doch schon mal in einem Kühlschrank, Freunde. Jetzt sind wir einfach nochmal in einem Kühlschrank. Hä, wie cool ist das denn, Alter? Hier waren wir ja schon mal drin. Sogar dasselbe Kaugummi ist hier sogar, Freunde. Wie in diesem anderen Kühlschrank, wo wir schon drin waren. Das sieht auf jeden Fall echt ganz schön klebrig aus. Wer klebt denn bitte schon sein Kaugummi so durch den, querbeet durch den Kühlschrank durch? Ich weiß auch nicht, wer das macht. Aber wir können jetzt hier sogar noch hochklettern. So, Checkpoint holen. Und hier sind auch wieder diese Eierschalen, Leute.
Oh Gott, okay, das heißt hier bloß nicht den Boden berühren. Jetzt können wir, glaube ich, hier kommen wir so lang. So, und dann war das hier Glas. Genau, das hier war Glas. Jetzt können wir auch wieder hochklettern. Und sind jetzt sogar schon so gut wie aus dem Kühlschrank auch schon wieder fast entkommen. Wir sind jetzt hier sogar schon oben, wo das Wasser so runterläuft. Und ja, hier geht es jetzt weiter, Leute. Ja, sehr gut. Jetzt können wir hier hochgehen. Alles klar, und jetzt sind wir aus dem Kühlschrank entkommen. Ich weiß nicht, was oben beim Kühlschrank ist, aber anscheinend sind wir jetzt hier gerade wieder raus. So. Und jetzt können wir hier durch die Tür weitergehen. Hier sind sie auch noch so Donuts, Polizeihüte und so, Tassen. Ey, was ist hier bitte schon alles am Start, Mann? Ist jetzt hier? Oh, das ist der Raum, wo man fotografiert wird. Das heißt, man stellt sich hin und dann wird man fotografiert, Leute. Wird das nämlich das Bild von einem gemacht, wenn man, ja, halt ausgeraubt wurde. Oder nicht ausgeraubt wurde, sondern jemanden ausgeraubt hat zum Beispiel. Ich habe dir gesagt, du sollst hier durchgehen. Einer von meinen Freunden wartet schon auf dich. Die hatten nämlich ein Loch in der Toilette gebaut und ich habe das Wasser nicht gesehen. Ich bin voll gegens Wasser gelaufen. Nein. Komm, wir springen einfach rüber. Ich glaube, es ist jetzt hier der finale Weg nach draußen, Freunde. Ich hoffe, dass wir diesmal jemanden haben, der vielleicht... Oh, ist das, Leute, ist das Kacke? Ich glaube, das ist AA, ne? Es ist ekelhaft. Vielleicht haben wir jetzt ja diesmal jemanden, der auch Helikopter fliegen kann. Nicht so wie ich, der dann einfach den Helikopter crasht, ja. Ist leider passiert, aber was jetzt zu machen? Komm, wir gehen jetzt hier weiter durch, schnell. Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Okay, wir gehen links. So, und weiter geradeaus. Ich würde sagen, wir müssen jetzt hier vielleicht... rechts und jetzt hier lang und dann vielleicht nochmal links und dann nochmal rechts vielleicht und vielleicht nochmal rechts und hier dann vielleicht links. Ich glaube, hier geht's dann gut lang, Leute. Hier lang. Oh ja. Oh ja. Und jetzt hier, glaube ich, runter, oder? Ja! Okay. Schnell. Warte mal, jumpen. Oh, okay, wir müssen springen. Das heißt, sonst zieht er uns ran. Das heißt, wir müssen jetzt hier aufpassen. So, perfekt rein. Oh! Okay, warte mal. Wir haben es jetzt zum Feld gemacht. Lass jetzt hier noch ganz schnell rausgehen. Irgendjemand ist irgendwer ist hinter den Dingens? Hinter den Bänken? Ah, wir müssen, glaube ich, wir müssen da vorne hin. Können wir noch ganz schnell hier einen Korb werfen, Leute? Ne, können wir, glaube ich, nicht, ne? Ne, schade. Komm, laufen wir jetzt hier mal weiter raus. Ich glaube, wir können nämlich gleich hier irgendwo rausgehen. Die ganzen Wachen sind hier nämlich gerade irgendwie nicht mehr am Start. Ist hier irgendwer außen? Ne, okay, wir müssen, glaube ich, hier durch die Tür oder so, ne? Kann ich jetzt hier durch? Hier durch die Tür? Ne, warum kann ich jetzt nicht? Leute, wo muss ich lang? Oder muss ich hier irgendwo lang? Nein. Wo muss ich lang, Leute? Ah, okay. Hier ist so ein Loch. Hier hinter, hier können wir reinspringen. Wir mussten gar nicht da lang. Jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir durch diesen kleinen Kanalisationsraum kommen. So, jetzt hier nochmal schnell durchschleusen. So, weiter geht's hier. Ey, ich möchte einfach nur noch aus diesem Gefängnis raus, ne? Ich sitze hier wegen einem Lolli drin und bin jetzt schon sogar versetzt worden in ein anderes Gefängnis, weil ich ausbrechen wollte. Warte mal. Ja. Ja. Oh ja, hier ist wieder ein Helikopter. Schnell. Schnell, lass uns abhauen. Diesmal bitte sag, du kannst fliegen, okay? Ja! Leute, wir haben es geschafft. Wir sind entkommen von diesem richtig heftigen Gefängnis und jetzt hier auf einer einsamen Insel. Endlich spielen wir mal wieder eine Story in Roblox. Und heute ist nämlich die neue Flugzeug-Story rausgekommen. Die neue Airplane-Story, Freunde. Und zwar Story 4. Ja, wir haben ja schon die anderen gespielt. Und heute wird es auf jeden Fall wieder richtig, richtig heftig. Hier haben wir sogar schon 8 oder 9 Spieler jetzt hier drin. Wir müssen jetzt quasi hier am Flughafen warten. Momentan hat ja alles zu. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das ganz schön gut, dass wir heute mal endlich wieder in den Urlaub fliegen, Freunde. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Dreht einmal ganz kurz euer Handy und drückt auf die Glocke. Dann werdet ihr nämlich nichts verpassen. Und checkt auf jeden Fall noch einmal ganz kurz hier mein Merch aus, den ihr gerade hinter mir seht. Sieht gut aus. Link findet ihr in der Beschreibung. Hä? Ist das mein Vater? Er sagt, heute ist mein größter Tag. Okay. Wir fliegen nämlich zu den Rohamas. Oh. Okay. Und hier liege ich noch im Bett, Freunde. Und wir müssen jetzt erstmal Dad suchen. Los, aufwachen, Kinder. Alle aufwachen. Wir müssen Dad finden. Oh, können wir uns hier noch umziehen? Oder können wir uns hier so die T-Shirts auswählen? Ich glaube nicht, ne? Aber wir können irgendwie, glaube ich, draufklicken auf ein paar. Aber geht gerade leider nicht. Okay, wir sollen jetzt anscheinend nach unten gehen. Also, komm, Leute, wir gehen jetzt hier direkt mal aus der Tür raus und probieren mal, Dad zu finden. Ach, der ist da unten. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt auch runtergehen. Und er sagt anscheinend hier, wer zuerst seine Dings hat, also wer seinen Koffer nicht fertig hat, der kriegt kein Frühstück. Okay, gut, dann macht er jetzt schon mal die Burger im Garten, Freunde. Und wir müssen jetzt am besten mal unsere Koffer packen, dass wir natürlich auch urlaubsbereit sind. Weil wenn wir natürlich nicht die Koffer packen, Freunde, ist es natürlich logisch, dass wir keine Sachen haben, die wir da anziehen können. Und hey, ich bin dein größter Fan. Okay, wir müssen jetzt hier mal ganz schnell unsere Koffer packen. Und wir müssen jetzt erstmal diese Schuhe finden. Und ich denke mal, die sind hier vorne in diesem Raum. Ich glaube, wir hatten die Schuhe hier vorne irgendwo gesehen. Wo sind die? Warte mal, sind hier die Schuhe? Sind das die? Oder wo? Leute, wo sollen denn hier die Schuhe sein? Vielleicht sind die auch einfach hier drin. Ja, das sind die hier. Okay, zack, ich habe sie gefunden und schnell. Nein, wir müssen die schnell nach unten bringen, Freunde. Nur 3 Sekunden. Nein, 2.
1. Ach nein, ich war so nah dran. Ich glaube, dieses T-Shirt sollten wir, glaube ich, mal ganz schnell finden. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier reingehen, wo jetzt eh alle reingehen. Und dann haben wir das T-Shirt. Genau, das T-Shirt haben wir direkt schon hier. Perfekt. So, dann nehmen wir das T-Shirt mit, Freunde. Und können das jetzt auch wieder in unseren Koffer reinpacken. Doof ist nur, dass wir jetzt keine Schuhe haben. Also echt ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir sogar noch anscheinend ein paar Hosen finden, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier oben sind die Hosen, Freunde. Und die packen wir jetzt auch wieder ganz kurz in unseren Koffer rein. Damit wir auch wieder ganz entspannt losfliegen können, Leute. Oh, die Burger sind fertig, Freunde. Okay, also fast fertig. Das heißt, wir können jetzt gleich auch Burger essen gehen. Ich würde mal sagen, lass uns doch mal dann in den Garten reingehen. Können wir die Tür aufmachen? Ja, okay. Ab geht's in den Garten. Und jetzt können wir hier einfach... Oh. Lecker Burger, Freunde. Das ist ja mal mega lecker. Und was reden die jetzt hier? Dad, wo ist der Döner? Ich sagte, ich gehe nicht ohne meinen Döner zu den Chinesen Bootleg Bahamas. Ohne meinen Döner. Okay, warte mal. Die sagt, ich soll irgendwo hin. Wohin denn? Lol, wir können hier durch. Ey, mir wurde hier was Geheimes gezeigt. Hey, hier tanzen... Ey, was passiert hier denn, Alter? Hier tanzen einfach so kleine Monster oder so. Das ist ja voll cool. Ey, Leute, das ist ja mega cool. Jetzt können wir ja auch wieder hochgehen. So, jetzt hier, komm. Wir klettern jetzt wieder hoch. Kann ich... Ey, Hilfe. So, genau, ich kann jetzt auch wieder raus. So, okay. So, können wir jetzt die Burger essen? Er hebt die Burger hoch, Freunde. So muss das sein. So muss es echt sein, Freunde. Okay, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, setzen wir uns doch mal an den Tisch. Und hier ist eine Abonnentin, Freunde. Die spielt mal eben ganz kurz mit. Und ich möchte auch einen Burger haben. Deswegen bitte, bitte gib uns einfach einen Burger. Also, was ist der? Warte mal, das ist nicht SpongeBob. Also irgendwie sind hier auch komische Leute mit drin, Freunde. So, aber mal gucken. Er sagt jetzt hier, hinsetzen und Burger essen. Ja, ich habe einen Burger bekommen. Ja, sehr cool. Und jetzt, oh, oh nein. Okay, warte, ich esse den jetzt einfach auf, okay? Ich esse den Burger jetzt einfach auf. Ich glaube, sie hat mir gerade gesagt, der ist, oh Gott, sie hat den giftigen bekommen. Okay, das Doofe ist jetzt, sie hat einfach den giftigen bekommen. Sie so, oh nee. Die sagt, oh nee, ja, doof gelaufen. Na gut, also, ey, warum steht die jetzt hier drauf und isst einfach den Burger auf dem Tisch? Leute, das Radio bimmelt gerade und da wird halt gerade im Radio gesagt, dass irgendwie ein Flugzeug einfach verschwunden ist. Und jetzt ist es einfach irgendwie weg. Das heißt, alle, die irgendwie nach Roblox hier oder so fliegen wollen, sollen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein beim Flug, weil da kann halt immer anscheinend was Schlimmes passieren. Und Leute, wir fliegen doch nachher erst noch dahin. Das kann nicht angehen. Warte mal, was? Wie spät ist denn das? Oh nein, ich glaube, wir müssen los. Wir müssen ja los zum Flughafen. Schnell, wir werden sonst zu spät ankommen. Man muss ja immer so ein, zwei Stunden am besten vorher schon da sein am Flughafen. Weil sonst, ja, verpasst man auch mal gerne den Flug. Oh, hier ist einfach mal eine riesen Garage. Fahren wir da jetzt mit einem heftigen Auto los, Dad? Oder wie soll das jetzt angehen? Er meint, warte mal, können wir die jetzt auch noch aufmachen? Können wir da irgendwie noch rein? Und hast du, er sagt, wir sollen darauf warten, okay? Hat er jetzt hier irgendwie, oh Gott, er drückt jetzt den Knopf, Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Sag jetzt nicht, dass er ein eigenes Flugzeug hat. Wir haben eigene Flugzeuge, was? Okay, ey, wie cool ist das denn? Hä, wie cool ist das denn? Ich würde sagen, dann schnappen wir uns doch direkt mal hier das Flugzeug und, Alter, Leute, wir haben einfach eigene Flugzeuge. Wir können einfach zu unserem, Dingens, also wir sollen jetzt zum Flughafen fliegen, um einen anderen Flieger zu bekommen. Ja. Also, auf jeden Fall sehr komisch. Aber mal gucken. Können wir ja gleich losfliegen. Yeah! Ich würde mal sagen, Abfahrt und... Oh Gott, wie sollen wir denn jetzt bitte schön hier... wir sollen diese ganze Strecke überleben? Okay, warte mal, ganz kurz. Ey! Oh, ey! Okay, wir müssen irgendwie so fliegen, Freunde. So, okay. Achso, okay, so können wir steuern. Alles klar. Oh Gott. Man darf hier bloß nicht crashen, Freunde. Man darf hier echt bloß nicht crashen. So, bisschen höher, bisschen noch zur Seite. Guck mal, wie wir einfach alle rumfliegen. Yeah. Und ich gehe jetzt hier auf die rechte Seite, damit ich auch ein bisschen was sehe. Ha, wie cool ist das denn? Wir fliegen einfach alle. Und, oh Gott, aua, ich bin schon angecrashed. Oh Gott, okay, jetzt müsst ihr vorsichtig sein. Okay. Alles entspannt, Freunde. Alles entspannt. Oh Gott. Ey, ich sag's euch, es ist gar nicht mal so leicht, hier mit dem Flugzeug zu fliegen. Und wir müssen jetzt auch noch, oh Gott, wir müssen jetzt hier auch noch durch so ein... Was ist denn das jetzt hier? Durch den Parcours. Wir können jetzt auch noch hier, zack, dieses Badge uns holen, Freunde. So. Ah, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, wir haben noch Hälfte der Energie. Und hier ist auch schon der Flughafen, Freunde. Wir haben es geschafft. Und ein paar sind sogar nicht mit angekommen. Die sind einfach vorne abgestürzt. Aber ab geht's jetzt zum Flughafen, damit wir endlich mal auf die Insel kommen. Alles klar. Weiter geht's jetzt hier zum Flughafen. Und jetzt müssen wir auch noch aufpassen, bevor wir jetzt hier rüberlaufen. Hier steht anscheinend erstmal gucken nach links und rechts. Und oh, hier ist noch ein Auto, ne? Können wir nicht schon einfach... Ne, wir können auch nicht rüberlaufen. Ich würde sagen, dann warten wir mal ganz kurz hier beim Zebrastreifen, bis das Auto uns dann ein Signal gibt, dass wir quasi halt rübergehen können. Weil wenn das Auto jetzt natürlich rüberfährt und es nicht sieht oder so, das wäre sehr unvorteilhaft. Aber, okay, pass auf, ich laufe jetzt einfach, okay? Ich laufe jetzt einfach so. Oh, wow!
Ey, das Auto ist gerade einfach... Oha, das Auto ist gerade einfach gefahren. Und ich bin... Oh Gott, deine... Alter, da... Oha. Okay. Puh. Rein geht's hier auf jeden Fall in den Flughafen. Hier können wir jetzt nämlich anscheinend zu unserem Tickethalter, beziehungsweise zu hier, zu der. Und die sagt dann, okay, ja, hier kannst du auch einmal ganz kurz dein Gepäck ablegen und so. Genau, da können wir jetzt einmal ganz kurz unser Gepäck hier drauf ablegen. So, und dann können wir auch schon gleich endlich mal losfliegen. So, ab jetzt hier mit unserem Gepäck und zack, geht's jetzt auch schon rein hier. Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier unser Ticket ganz kurz holen. So, Ticket, der schreibt Airport Speedrun. So, okay, dann müsst ihr jetzt das zweite, müsst ihr das einmal ganz kurz hier durch. So, oh, oder wir müssen es, glaube ich, ihr geben, ne? Oder? Nee, ich bin jetzt schon durchgegangen. Okay, na gut, dann, ja, bin ich jetzt eh schon durchgegangen. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal das Ticket und so. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis wir jetzt hier nur noch ins Flugzeug reingehen. Und oh mein Gott, hier ist das Flugzeug, Freunde. Ey, wie cool ist das denn? Und hier ist unser Sicherheitsraum. Können wir auch noch da reingehen? Nee, ne? Da können wir da nicht rein. Aber wir können jetzt hier gleich schon durchs Gate und so durch. Und da, oh Alter, da vorne ist das Riesenflugzeug, mit dem wir endlich auch in zu unserer Insel kommen. Jetzt müssen wir nur durch den Metalldetektor gehen und... Oh Gott. Hä? Warum zeigt denn der was an? Ich habe doch gar kein Metall in mir. Das blinkt irgendwie bei jedem, warum auch immer. Hä? Verstehe ich nicht, Freunde. Ich habe ja nichts bei mir. Warum blinkt denn das jetzt hier? Was? Ach so, oh Gott, der Dad, oh nein, das war schon wieder so ein richtiger Vaterwitz. Jetzt muss erstmal geguckt werden, Freunde, was da gerade ist, also warum das so angezeigt wird. Und oh Gott, nein, jetzt kommen mir die ganzen Polizisten. Ey, ich weiß nicht, warum das mit dem Metalldetektor so war. Und er meinte jetzt, okay, wir müssen einmal ganz kurz mit denen jetzt mitgehen, mit der Security. Och nö, das kann doch nicht angehen. Ich habe doch gar nichts mit dabei gehabt, irgendwas Metallartiges oder so. Okay, jetzt sind wir hier in dem Sicherheitsraum. Lustige Story, war ich auch schon mal in echt und sowas drin. Da wird man doch mal in so einen anderen Scanner reingepackt, Leute. Warum hat die jetzt hier einen Baseballschläger in der Hand? Oh, und hier können wir auch noch einen Baseballschläger. Warte mal, können wir jetzt hier so einen Baseballschläger noch nehmen? Guck mal, ich habe einen Baseballschläger. Okay, jetzt müssen wir dann noch ganz kurz warten, bis die jetzt irgendwie fertig sind. Mann, ey, jetzt werden wir sicherlich den Ding ins Flug verpassen. Guck mal, der Flieger ist sogar schon los. Och, Mann, ey. So, was ist denn überhaupt dieses Rote da? Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn... Was kam... Hä? Was ist denn jetzt da los? Was? Er sagt, mein Plan ist endlich komplett, sagt er? Skeletox? Oh Gott. Was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott, ey. Nein. Oh nein. Was macht er jetzt? Leute, eure Welt, hat er gerade alles zerstört, Leute? Er hat irgendwie alles zerstört. Der Himmel ist ganz rot und so, ne? Okay, er hat anscheinend, oh mein Gott, er hat böse Menschen dafür benutzt, eine Armee zu bauen. Jetzt wird er die Welt erobern. Nein, oh Gott, Leute, wie sieht denn das jetzt hier aus? Hä? Was hat der gemacht? Ist da alles jetzt kaputt und so? Und wir sollen anscheinend auch noch Teil seiner Armee werden. Und er meinte, wir sehen uns dann im späteren Leben. Haha. Oh nein, Freunde. Wir müssen den aufhalten. Es kann nicht angehen, dass Skeletox jetzt einfach hier absolut durchrennen wird. Was ist jetzt hier mit der Polizei passiert, Leute? Warum klingen die gerade wie Zombies? Oh Gott, ich würde sagen, oh, guckt euch mal die an hier, Leute. Diese Polizisten hier, da war irgendwie nicht so freundlich aus wie die eben. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir hauen jetzt mal die Polizisten ein auf den Kopf. Bams, batz und bam, bam. Und aua, aua, aua. Und bam. Und aua, man darf sich nicht treffen lassen. Bam, einer ist schon weg. Einer ist schon weg, Freunde. So, hier, auf den hauen. Haut ihn. Haut ihn kaputt. Haut ihn kaputt. Okay, wir haben bis jetzt, glaube ich, alle Polizisten erledigt. Es tut mir leid. Ihr wart leider nicht mehr richtige Polizisten. Oh Gott. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall noch das Ticket hier, ne? Aber es wird uns, glaube ich, nicht helfen. Und müssen jetzt... Oh Gott, wir müssen hier hochklettern. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier entkommen, Freunde. So, hier und dann zack, hier hin. Und dann müssen wir, glaube ich, gleich hier entkommen durch diesen Lüftungsschacht. Rein geht's jetzt hier und... Oh, hier ist so dieser Kofferraum, ne? Wo die ganzen Koffer und so das ganze Gepäck durchgeht. Und mal gucken, was jetzt gleich passieren wird, Freunde. So, jetzt sieht das auf jeden Fall echt verrückt aus hier. Und jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen weiter durchgehen und so. Oder hier vielleicht noch nach oben, oder? Können wir hier noch nach oben? Müssen wir, glaube ich, oder ich glaube, wir müssen jetzt hochgehen, ne? Ich glaube, wir müssen ganz nach oben hochgehen. Aber wo ist denn überhaupt jetzt gerade Dad? Na, hä? Dad? Ich glaube, Dad ist zum Zombie geworden, Freunde. Das bedeutet, wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Oh nein. Okay, dann, machen wir das am besten so, dass wir jetzt hier... Oh Gott, Freunde. Oh, hier oben ist auch noch so ein geheimes Badge, da können wir auch noch hochgehen. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier durch, Freunde. Schnell, ab geht's nach oben. Und jetzt müssen wir noch so eine kleine Obby hier erledigen. Das ist auch kein Problem, Freunde, das schaffen wir. Es ist kein Problem.
dass wir einmal ganz kurz, zack, hier das Badge uns holen. Und dann geht es ja auch schon weiter nach oben, Freunde. So, hier. Oh Gott, müssen wir rein? Müssen wir rein? Oh! Ey, General Poncho, wer bist du denn? General. Boah, wie sieht denn jetzt die Welt aus, Leute? Die Welt ist einmal komplett zerstört. Und er meint, wir sind ganz schon spät zu der Party. Okay, wenn sie das sagen, General Poncho, wer sind sie denn überhaupt? Ich bin Poncho, Ex-General von der Robloxia States Army. Oha, okay. Ja, wir haben anscheinend von euch schon gehört, aus den Neuigkeiten, aus dem Radio. Warst du eigentlich nicht mehr am Leben? War doch eigentlich diese ganze Sache. Er meint, ich probiere schon, diese komische Kreatur zu stoppen, seit Jahren. Die ganze Welt setzt darauf. Ich musste meinen Tod einfach faken, sagt er. Also er hat es vorgetäuscht einfach, ne? Und wir sind die Einzigen, die noch über sind. Wir müssen Skeletox finden und ihn zerstören, bevor er böse Energie uns mit böser Energie uns überschütten wird. Okay, also wir müssen das auch machen, Leute, für Dad. Dad ist irgendwo da unten. Und dann werden wir irgendwann alle Helden sein. Okay, das heißt, wir müssen es ihm nur folgen. So, General Poncho, dann zeig uns mal den Weg. Wir müssen jetzt hier weiterlaufen, okay. Und hier lang, ein bisschen noch runter. Ach so, da müssen wir einfach allgemein das Haus runter. Okay, laufen wir mal ganz kurz hier das Haus runter. Und, oh Gott, da sind schon wieder irgendwelche, sind schon wieder irgendwelche Zombies oder so. Oder wer ist jetzt hier? Wer ist das, Leute? Kennen wir den? Hallo? Wer bist du, gesichtsloser Mann? Seid vorsichtig! Der Typ ist anscheinend infiziert, sagt unser General Poncho. Aber warte mal, warum kommt der mir so bekannt vor, sagt er. Wer ist denn das, Freunde? Hä? Hä? Wer ist das? Der ist ja halb Mensch, halb Monster. Ronald? Hallo, General. Kennst du mich noch? Sagt er. Also, er sagt niemals. Du solltest doch auch eigentlich tot sein, sagt er. Oh nein, ey. Tja, ich denke mal, wir sollten beide tot sein. Aber hier sind wir jetzt gerade, sagt er. Na gut, Freunde. Müssen uns, glaube ich, gleich für einen entscheiden. Der einzige Weg, wie ich komplett frei sein werde, ist Skeleton umzubringen. Aber General Poncho sagt, ich vertraue dir irgendwie nicht. Du könntest uns auch einfach anlügen. Das glaube ich nämlich auch, Freunde, dass dieser Ronald uns einfach anlügt. Und dieser General Poncho eher der Typ ist, der uns helfen wird. Würde ich mal eben so sagen. Aber du wirst auf jeden Fall nicht ein Teil der Mission sein. Meinst du, ich werde aber dabei sein, General. Wer kommt denn mit mir? Sagt er. Es gibt keinen Weg, dass mein Team mit dir kommt. Du musst wohl alleine kämpfen, Ronald. Dann wählen wir doch mal den General Poncho, Freunde. Also, voten eh allgemein gerade alle General Poncho. Aber kriegen wir jetzt auch hin. Und General Poncho finde ich auch ein bisschen sympathischer. Geh uns aus dem Weg, Ronald. Wir werden die Welt retten. Das hier ist der Ort, wo die ganze dunkle Energie herkommt. Und was ist das für ein Geräusch? Oh nein, schon wieder mehr Zombies und die kommen auch noch alle auf uns zu. Sie haben uns gefunden, Freunde. Okay, das heißt, wir müssen jetzt schnell hier durchlaufen. So, ganz schnell durchlaufen. Ich verfolge jetzt einfach. Wir laufen jetzt erstmal hier lang. So, wir müssen jetzt ganz schnell in diesem Labyrinth, in diesem... Oh Gott, ich höre die Zombies hinter mir die ganze Zeit. Wir müssen jetzt hier schnell einen Durchgang finden. Irgendwo muss es doch lang gehen. Okay, wisst ihr, wo es lang geht? Ja, wir müssen jetzt hier links lang laufen. Dann hier wieder rechts lang laufen. Und ich glaube, nochmal links lang laufen. Und oh, yo, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Was ist denn das hier für eine Kreatur? Können wir da nach unten gehen oder so? Und oh Gott, haben wir irgendwie... Nee, ich glaube, wir sind hier sicher, oder? Was ist das für ein Ort hier? Es sieht aus wie ein böser Altar. Muss ich auch sagen, ne? Ich glaube, hier hat jemand Skeletox hervorgeschworen oder so. Das glaube ich nämlich auch, General Poncho. Dieses glühende Flugzeug ist irgendwie, glaube ich, ein... Oi, nein, oh. Hey, wo sind... Aua, wo sind wir hier gelandet, Leute? Ey, was sind... Da oben ist Ronald gefangen. Da ist Ronald gefangen. Und da oben ist ein Kapitän gefangen. Jack. Hä? Und oh, oh. Oh, oh, hier, da ist Ronald, Leute. Ihr hattet recht, General. Oh nein, Pilot Kylie. Ich dachte, sie wären tot. Aber der ist anscheinend einfach gefangen worden, Freunde. Und wen haben wir noch jetzt hier oben? Wer ist das denn? Oh, das ist auch noch Kapitän Jack. Das ist... Warte mal, ach so, der Typ. Jack, den kennen wir doch irgendwoher, Freunde. Aus, ich glaube, der Kreuzfahrt-Story oder so, ne? Kann das angehen? Okay, also wir müssen jetzt schnell hier irgendwie einen Weg nach draußen finden. Und auch noch am besten noch die auch noch irgendwie befreien. Das heißt, oh, Ronald sagt, wir müssen jetzt schnell weg. Das ist eine Falle. Oh nein. Skeletox sagt, es ist zu spät. Kommt er jetzt hier von unten? Oh! Ey! Oha! Guckt euch... Okay, ich muss das Schwert schnell nehmen. Okay, dann ich nehme schnell das Schwert, Freunde. So, Schwert habe ich jetzt genommen.
Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir einfach so einen riesen Skeletox. Und gegen den müssen wir jetzt, glaube ich, kämpfen. Oh. Und er meint so, ha, was denkt ihr denn, warum ich dann nach Flugzeugen greife? Weil es der einfache Weg ist, alle Seelen auf einmal zu finden, die dann auch noch Angst haben und so. Und ich habe Ronald benutzt, damit ich einfach mehr Power für mich selber habe, sagt er. Aber jetzt habe ich mehr Power für mich selber, sagt er. Und jetzt brauche ich die alle nicht mehr. Und jetzt werden wir anscheinend auch geholt. Wow. Hey. Okay, okay, okay. Ey, oh, Alter. Oha, oha, oha. Okay, jetzt müsste, glaube ich, ein bisschen weiterlaufen. Oh Gott. Oh Gott, oh. Ich sag's dir, so wie es Skeletox ist ganz schön heftig, Freunde. Können wir den noch irgendwie angreifen? Hier, können wir den jetzt... Können wir auf den... Au! Au, 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 Hilfe, 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 aua, aua. Ey, ich bin fast tot. Hilfe, ich bin fast tot, Freunde. Nein. Oh, oh Gott, er greift uns dann wieder, ne? Er will dann wieder... Hilfe, 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 Hilfe. Au. Okay, das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Was macht er da? Oh, er haut hier wieder auf den Boden, Freunde. Alter, Skeletox ist halt so riesengroß, ne? Der ist so riesengroß. Und oh Gott. Er haut schon wieder auf den Boden. Oh, können wir den nicht mal langsam mal angreifen oder so? Jetzt, er liegt auf dem Boden. Wir können ihn attackieren, Freunde. Okay, ich hau die ganze Zeit auf ihn, Freunde. Ich hau die ganze Zeit drauf. Oh, okay. Er hat schon die Hälfte seines Lebens verloren. Das ist sehr, sehr gut. Oh nein. Oh, das ist knapp. Er hat schon die Hälfte seines Lebens verloren. Jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch abwarten, bis er wieder auf dem Boden liegt. Oh. Okay, können wir ihn... Oh, wir können noch nicht angreifen. Nee, nee, nee. Er wird, glaube ich, gleich wieder irgendwie auf uns hauen. Oh, nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Oh Gott. Ey, guckt euch mal mein Leben an. Ich habe oben einfach gar nichts mehr. Jetzt, Freunde, er liegt auf dem Boden. Wir müssen ihn ganz schnell wieder attackieren. Attackieren, 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 bis sein Lebensleiste gleich vollkommen weg ist. Oh nein, er bewegt sich schon wieder. Och nein. Er hat nur ganz, ganz wenig Leben. Dann haben wir ihn gleich geholt, Leute. Oh Gott. Oh Gott, oh. Oh, er wird wieder hauen. Oh, und ich glaube, jetzt können wir auf ihn rauf. Nee, noch nicht. Okay, wir können immer noch nicht auf ihn rauf. Okay, jetzt auf ihn hauen, auf ihn hauen, auf ihn. Och, Mann, oh, der ist ja immer noch richtig groß. Jetzt, Freunde, er liegt auf dem Boden. Das ist unsere Chance, auf ihn zu hauen. Yeah, wir werden Skeletox ausschalten. Ja, 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 ja. Und, ey, was? Ja, wir haben ihn. Er hat kein Leben mehr, Freunde. Skeletox sollte besiegt sein. Wir haben es geschafft. Juhu. Und oh. Ihr habt es geschafft, Soldaten. Skeletox ist für immer weg. Und jetzt lasst uns einfach ganz schnell raus hier. Und am besten auch noch alle. Dass wir noch alle befreien. Ronald Trump. Die Nation von Robloxia hat uns... hier, wir sind jetzt Heldenfreunde. Der Präsident von Amerika hat uns einfach jetzt hier... einen riesen Gefallen getan. Wie cool ist das denn? Juhu. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind einfach... Superhelden. Kann man Superhelden sagen? Ja, wir sind Superhelden. Aber Moment mal, Leute. Was ist denn eigentlich mit unserem Dad? Der muss ja auch irgendwie am Leben sein oder so, ne? Warte mal. Ist das nicht... Wo ist der? Leute, kommt da Dad? Nein, sag jetzt nicht, da kommt das mit dem Flugzeug, oder? Kommt das mit dem Flugzeug? Warte mal, was? Wo ist denn der? Dad! Wo bist du denn? Ich sehe dich doch gar nicht. Da ist Dad! Oh, und das ist Mom. Ach so. Kylie ist unsere Mutter, Leute. Das wusste ich gar nicht. Cool zu sehen auf jeden Fall, ne? Alter Schwede. Er sagt, das ist richtig. Die Familie ist endlich wieder komplett. Ja! Aber Moment mal, Freunde. Wo ist denn jetzt überhaupt der General? Und jetzt sagt Ronald, ich denke mal, irgendwo wo er ist, wird er anscheinend wieder die Welt retten, sagt Ronald. Okay, Ronald, dann glaube ich dir auf jeden Fall mal. Wir spielen den Alter-Simulator mit Kaspar. Was geht ab, Freunde? Ich bin echt gespannt, wie alt ihr heute werdet. Es wird so heftig, Freunde. So wild. Ich sag's euch, oh es wird so wild. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da, wenn ihr von mir sind wollt. Dreht einmal ganz kurz euer Handy und drückt auf die Glocke bei uns beiden. Ihr kommt nicht täglich Roblox-Folgen extra für euch. Und heute ist es endlich soweit, Freunde. Mein Merch ist jetzt draußen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt endlich den Merch kaufen. Einfach mit dem Link in der Beschreibung, Freunde. Es ist unnormal, voll gemütlich. Und das Design hier ist wirklich nur für die Weihnachten. Es gibt noch anderes zu sein, deswegen checkt auf jeden Fall gerne den Link in der Beschreibung aus. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ey, guck mal. Wir können ja einfach diese ganzen... wie das aussieht. Ja. Guck mal.
Wir werden dann durch sogar höheres Level und höheres Level Alter. Und Alter. Welches Alter bist du schon? Ich bin jetzt gerade 3 Jahre alt. Ey, du kannst sogar treten. Ich bin auch 3 Jahre alt. Ey, ich kann auch treten. Ja, ich trete hier komplett durch. Guck mal, ich glaube, das gibt sogar mehr Punkte, oder? Ja, und hier steht, warte mal, hier steht, das ist das Safe Camp. Das heißt mal 1. Ist dann einer voll in Ordnung. Aber guck mal, das heißt, es gibt auf jeden Fall verschiedene Camps wahrscheinlich. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ey, guck mal, was macht denn hier das andere Baby? Wollen wir die mal wegboxen oder was? Ey, du doofes Baby, Alter. Ey, das ist mein Ding. Da habe ich eben gerade dran gearbeitet, Mann. Ja, aber krass mal dran. Ist so, was soll denn das? Ey, nicht mich hauen. Hier, jetzt, komm, der ist low. Hau ihn, hau ihn. Ah, der wird gejagt hier, komm. Hau ihn, ich hau ihn. Batz. Ich hau die Scheibe. Ey. Du hast auch die Scheibe, glaube ich. Ich dreh's. Okay. Hau ab jetzt hier von uns, Mann. Das ist unser Platz. Ja, irgendwie kriegen wir den nicht geholt. Aber ja, lass uns mal weitergehen. Hier vorne. Weil hier ist auch noch so ein, Baumhaus. Guck dir das mal an, Alter. Hier ist so ein riesen Baumhaus. Okay, und dann können wir anscheinend hier... Wollen wir da mal rein? Ja, das ist... Warum nicht? Vielleicht können wir da auch irgendwie... Ich guck mal, ich bin schon 4. Ab 4 darf man ins Baumhaus. Ja, ab 4 darf man auch sein eigenes Baumhaus bauen. Ey, hier sind ja auch so Stühle und so. Alter, das hier aussieht, ey. Ja. Hallo! Hallo, Braxo! Ey! Braxo! Ey! Komm mit, wir schaukeln ein bisschen! Ah, in der Hängematte! Perfekt! Wie wir aussehen! Kaspar, wir müssen aber älter werden. Mit 4 Jahren kann man nichts machen. Das ist das Problem. Ja, ich weiß. Oh, ich bin gerade 5 geworden. Bist du auch 5 geworden? Ah, nicht schlecht. Nee, ich bin noch 4. Ich bin noch der kleine Bruder. Was willst du? Da ist eine Pyramide. Ja, moin. Guck dir mal das an. Was glaubst du, ist da drinne? Und Lager, keine Ahnung, vielleicht Mumien? Gold und vielleicht ein Schlüssel zum unendlichen Alter. Oh, das wäre, ich hätte das davor. Wo müssen wir denn lang? Hier vielleicht? Ich schaue auch gerade hier links rum. Ja, nee, hier ist eine Sackgasse. Ja, hier ist eine Sackgasse, ja super, dann müssen wir vielleicht hier links rum oder so. Ja, ich glaube, das ist gut. Ja, Kasper, hier ist eine Leiter. Ja, okay, hoch. So. Jetzt bin ich auch für ein Bettlich. Hier ist eine Mumie. Das tut er nicht am Moon. Vorsicht! Macht ihn nicht der auf. Der ist auf jeden Fall sehr alt. Der ist auf jeden Fall sehr alt. So, oh, doch eine Leiter. Alter. Oh ja, hoch hier. Und? Das ist das Pyramidencamp. Wir können jetzt hier quasi schneller. Mal 1,5. Oh, das heißt, wenn wir jetzt boxen, kriegen wir mehr Level. Und dadurch, stimmt. Guck mal, wie ich die ganze Zeit trete, Alter. Ich bin jetzt auch schon Level 6. Alter 6. Alter 6. Welches Level bist du 10. Schon? Level 10 bin ich gerade. Level 10, ich bin Alter 5 und Level 9. Okay. Du trittst die ganze Zeit. Ja, geht schneller, ne? Glaube ich. Warte mal, oder, wieso gibst du denn 20? Nee, ich gebe auch 20. Und aber wenn ich trete, gebe ich, gebe ich auch 20. Hab ich jetzt habe ich 22, ich glaube, das ist das Level. Okay, dann lass mal. Also sieht cool aus, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch so richtig viel zum Erforschen, ne? Guck dir das mal an. Wir haben, Ey! Ich lieg hier oben! Ey! Was macht der hier? Okay! Ey! Hier ist auch ein Lagerfeuer! Und ey, guck mal hier! Hier kann man auch schon wieder schlafen und so. So ein Pfadfindercamp oder so. Ja, aber das war's auch schon hier drin. Also mehr kann man das auch schon? Gar nicht mehr kann man nicht machen. Ey, hier ist ein richtig großes Lagerfeuer! Mit so riesen Baumstämmen sogar. Aber stimmt. Oder das ist, glaube ich, ein Zelt. Stimmt, das soll so ein Tippi sein. Das ist, das ist echt ein Zelt. Ich bin gerade 7 Jahre alt geworden. Ach, guck mal hier. Hier in der Hängematte. Da ist sie doch. Hallo. Ist sie doch wieder. Ja, perfekt. So, wir müssen aber immer noch älter werden, Kasper. Wir sind gerade mal 6 Jahre alt. Stimmt, ja, wir müssen echt noch ein bisschen reinpowern. Aber guck mal hier, einfach so ein Flugzeugabsturz. Ja, ich sehe es gerade auch. Hier ist ein Flugzeug echt abgestürzt. Hallo, alte Schwede. Und aber warte mal. Jetzt älter. Guck mal hier vorne. Hier sind noch mehr so Dinger. Stimmt. Sehr gut. Das heißt, hier ist jetzt das Beachcamp, das Strandcamp. Ja, Strandcamp 1,3. Ich krieg gerade 22 hier. Wir werden so stark. Ja, wir treten hier die Teile kaputt. Sag dir so, die Teile kaputt. Eigentlich müssen wir auch noch andere Leute finden, die wir auch noch kaputt hauen. Ja, stimmt, die wir wegboxen können. Guck mal hier, ich bin schon 12 geworden. Was für 12? Können wir eine Familie gründen? Wir sind die Audis im Sommercamp. Wir müssen Level 15 werden, damit wir eine Familie gründen können. Dann können wir eine Familie gründen, Kaspar. Okay, ich bin auch schon Level 12 jetzt. Dann powern wir mal kurz hoch hier. Hauen wir mal ein bisschen hier rein, Alter. So ein bisschen. Ich werde immer stärker. Ich bin sogar schon 8 Jahre alt geworden. Aber das Ding ist, wenn man boxt, ist es langsamer, ne? Ich glaube auch, wenn man boxt, ist langsamer, muss man treten einfach, Geht echt viel schneller. Oh Gott. Oh yeah, Kaspar. Level 13. Welches Level bist du schon? Ich bin auch Level 13. Das heißt, wir sind sogar gleich älter. Ja, da vorne gibt es auch noch andere Inseln und so, ne? Und wir waren da vorne und dann ist auch noch ein Vulkan, sehe ich gerade. Ja, stimmt. Aber ich bin jetzt fast Level 15, das heißt, ich könnte dich gleich
zur Familie einladen, glaube ich. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich bin auch Familie Broxo. Okay, ich habe gleich was geschafft hier. Komm, ein bisschen noch. Und ich bin auch Level 15. Ich bin 15. Okay, ich mache jetzt einen Familienname. Mach mal, ja. Broxos. Carbrox. Carbrox. Carbroxo. 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 Okay. Hey, du liegst hier auf einmal. So. Genieß den Sommer. Ich möchte, dass du mit in meine... Da, ich hab dich eingeladen. Ja, ich hab's. Ey, warum liege ich da so? Carbroxo! Ja, wir sind eine Familie. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Also, was müssen wir jetzt machen? Da hinten, ich sehe doch da hinten schon so einen Zaun. Ich glaube, da können wir nochmal einen größeren Multiplier finden wahrscheinlich. Glaube ich nämlich auch noch, weil... Schneller glaubst alt du, dass die Pyramide... Oh, warte, hier rechts sind auch noch so Sachen, ne? Guck mal, hier rechts. Das ist das Vulkancamp. Oh mein Gott. Stimmt. Das ist, von links ist der Standard. Aber 1,2 Multiplayer, es gibt gar nicht so viel. Es gibt gar nicht mehr so viel. Echt Level, nicht so viel. Oder? Vielleicht sollen wir gleich mal. Aber. Lass ihn den hauen! Ja. Bam! Ja. Der wird mal weggeboxt hier. Oh. Komm mal her hier, mein Junge. Ey, sein Kollege jetzt, ist mit dabei. Jetzt, ich hab ihn fast. Jetzt. Ja, komm. Ein Schlag. Ja. Wir haben ihn. Oh, die Gang. Sehr gut. Ey, nein. Ich bin fast tot. Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kaspar. Ey, der Typ ist Level 180. Lauf, sprinte. Oh, komm, sprinte. Lauf, Kaspar. In die Höhle, komm. Kaspar, sprinte. Hey, die kommen. In die Höhle rein. Oh mein Gott, hier sind Kristalle. Oh Gott. Nein, das ist das. Wieder raus. So schnell weg hier. Der jagt mich. Ey, der ist schneller als ich. Wieder rein. Er ist hinter mir. Nein, er hat mich. Nein. Aua. Kasperlei, wo bist du denn? Kasper. Ich bin jetzt hier wieder beim Gehege. Du bist wieder Level 1. Guck mal, ich hau hier. Nein. Nein, ich bin wieder ein Jahr alt. Du bist wieder ein Jahr alt. Warte mal, ich trete mal ganz kurz dich, ja? Okay, pass auf, aber ist nicht schlimm. Ich bin immerhin schon Level 5, ja, komm, dann werde ich mal jetzt richtig schnell, Alter. Ich trete die, Alter. Ja. Nein, Hilfe! Mal. Hilfe, der Große, der Chef! Nein! Der ist so stark! Nicht auf mich! Ja. Warte, Kasper, schnell, hier kann man hoch! Ja, warte, ich komm. Hier kann man irgendwie hochgehen. Ey, die boxen mich hier alle! Ich muss weg! Komm schnell, Kasper. Okay, ich komm. Ich bin hier oben. Lauf schnell! Wir können jetzt hier oben anscheinend, ich weiß nicht, was hier los ist, aber hier können wir noch höher und höher gehen. Und hier ist vielleicht dann auch so ein Wasserfall. Wie ich richtig schnell leveln kann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja. So kriege ich auch, wir müssen eigentlich nur auf diese Teile boxen, glaube ich. Aber wo sind wir jetzt? Ne, höher geht's nicht. Nee. Denkst du, wir können hier in den Wasserfall rein? Denkst du, das geht? Der Wasserfall, er sieht auf jeden Fall so türkisfarben und leuchtet uns aus und sieht und leuchtet auch schon so an. Ja, komm, wir gehen mal rein hier. Oh ja, ich wusste es. Oh, ey, sehr gut gesehen. Aber die, warte mal, können wir jetzt... Ja, was ist denn hier? Nee, hier ist nix. Also hier kann man irgendwie... Nee, hier kann man nichts machen. Also da müssen wir... Schade, aber ein Geheimversteck ist es. Ein Geheimversteck, ja. Das heißt, wenn wir wieder verfolgt werden, dann wissen wir, wohin. Ich glaube, hier rechts sind sogar auch noch Sachen. Oh, hier kommen auch zwei. Die wird hier gejagt, dieses Mädel. Das Mädel wird gejagt. Wir müssen sie beschützen. Hau die. Nee, hau die. Hau den. Wo ist sie? Hau den Typen hier. Der Typ ist... Wir müssen den Typen schlagen, komm. Ja, jetzt hier durch, jetzt hat er Angst. Jetzt hat er Angst. Komm her. Er will kämpfen. Komm her. Los, großer Bruder, box ihn. Du musst den kleinen Bruder beschützen. Oh nein, der Level 193 ist wieder hier. Oh, weg hier. Ey, oh Gott. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wir sollten am besten... Er macht Faxen. Ey, warte. Aua. Warte, ich hol ihn mir. Los, Vorsicht, der große Bruder. Ey, die spielen zusammen noch, oder was? Ich bin locker zusammen. Lass lieber schnell weglaufen, Kaspar. Lass lieber schnell wieder in die Pyramide rein. Ja, auf jeden, das bringt am meisten, glaube ich. Oder wollen wir mal in den Vulkan gehen? Denkst du, wir können oben in den Vulkan rein? Wäre auch stark. Ich guck doch mal hier. Oh. Sieht gut aus. Yo. Hey, ist so eine Leiter. Und? Kaspar? Und? Ja. Rein. Nein, ich bin gestorben. Hier ist ein Grabstein. Oh, der Mond. Wie schnell geht der Mond unter, Kaspar? Ey, wie es aussieht. Ich glaube, cool. In der Pyramide haben wir vielleicht noch irgendwas vergessen. Ich glaube, wir können nämlich hier unten... Ja, okay, wir können noch mal kurz gucken. Hier gibt es auch so einen Schatz. Alter, einfach die Schatztruhe. Ey, sind so... Wo geht's denn hier lang? Stimmt, wo geht's hier lang? Ah, nee, hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Wenn wir jetzt hier mal rechts... Die sind eben links gelaufen. Was ist, wenn wir jetzt hier rechts laufen? Ja, wir gucken mal. So, oh, hier ist auch eine Sackgasse. Oh, Mann. Warte, dann lass mal ganz kurz auf die zweite Etage, weil wir hatten in der zweiten Etage, glaube ich, gar nicht so extrem geguckt. War das hier? Ja, wir mussten hier lang gehen. Ja, hier lang und jetzt gleich und kommen jetzt die oben. Leitern. Genau. Und, sehr schön. Noch ein höher. Ich trete die Mumie einfach.
Ja, probier mal aus. Tut euch am Mond, bitte. Geht nicht. Oh, jetzt können wir hier aber. Bats, wir können jetzt wieder herzlich in Ruhe aufleveln. Okay, wir leveln mal in Ruhe jetzt hier. Ja, komm mal, ich bin jetzt auch schon wieder Alter 4, aber ich frage mich, wie man jetzt schnell altert. Ist ja die Frage, ja, frag ich, ne? Mich auch. Ich glaube, umso mehr Level, umso schneller alterst du auch. Das wäre halt echt nicht schlecht, ne? Yo, ich sehe da vorne was, Kasper. Was siehst du da? Ich glaube, denkst du, wir können... Ja. Oh! Ah! Oh! Hey, was macht meiner denn? Meiner dreht durch. Jetzt so. Warte mal, was ist, wenn wir hier auf diesen Kaktus raufspringen? Warte. Was ist, wenn wir hier... Weil hier oben, da konnte man eben da vorne hinten irgendwo hingehen. Vielleicht müssen wir hier... Hast du was gesehen vielleicht? Ich hab was gesehen, ja. Okay. Vielleicht müssen wir... Oder ich glaube, hier ist auch noch was versteckt hier, oder? Ich glaube nämlich auch. Warte mal, was ist, wenn wir hier rüberschwimmen, da vorne zur Insel? Können wir... Ey, wir können rübergehen. Ja. Kaspar. Ach so. Wir können rüber. Warte, ich komme. Ich wusste das gar nicht. Dann würde ich sagen, rüber da, oder? Ja, komm, Abfahrt. Sehr schön. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Es ist halt echt, also... Ist sogar wieder eine Hängematte, tiefer, ne? Es wird echt ein bisschen tiefer. Ja. Aber hier ist auch wieder eine Hängematte. Und... Aber siehst du Schilder? Nee. Nein. Vielleicht irgendwo hinten versteckt oder so. Was ist denn jetzt hier? Im Busch ist auch nichts versteckt. Ach, Manu. Kasper und ich bin heute wieder einem Tycoon zusammen. Und zwar heute einen Superhelden-Tycoon. Juhu. Ja, und heute ist es Deadpool geworden, Leute. Also, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button bei uns beiden. Und auf jeden Fall auch noch bei uns beiden auf die Glocke, Leute, und auf den Abo-Button. Abonniert Kasper auf jeden Fall auch. Dann macht auch Roblox-Videos, Leute, täglich. Also, unbedingt vorbeischauen. Wir haben jetzt hier schon mal Deadpool ausgewählt. Und wir können jetzt hier unseren ersten Dropper kaufen, Kasper. Oh, okay, let's go. Ich kaufe für 0... Yo, okay. Warte mal. Ey. Was? Okay, was warte mal. Ah, das Fließband. Das baut sich hier. Ja, das hat sich so langsam gebaut, ne? Okay, perfekt. Cool. Dann, wo können wir jetzt hier unser Geld einsammeln? Wir können jetzt hier vorne nämlich... glaube ich, oder? Sind das hier diese roten Teile? Können wir hier unser Geld einsammeln? Ja, ich glaube auf den roten Teilen. Gehen wir auf das rote Teil rauf. Ah, okay, warte mal. Er fährt einfach auf dem Fließband. So, ich glaube hier. Oder, oh nee, warte mal. Wir kriegen einfach so Geld unten rechts, sehe ich gerade. Wir müssen gar nicht oben raufgehen. Ah, das sammelt von alleine ein. Okay. Cool, aber guck mal, ich habe hier eben schon gesehen, du kannst hier am Ende, kannst du dir so doppelt Cash und so kaufen. Oha, verdoppelst Alter, du das auch ein alles Upgrader, ne? Ja, das ist doppelt Cash. Ist echt geil, ist echt geil. Ich habe mir doppelt Cash gekauft. Ich habe mir doppelt Cash gekauft. Hä, hattest du jetzt schon genug Geld? Ja, jetzt habe ich, ne, das kostet 350 Robux. Ach so. So, guck mal, jetzt kann ich mir nämlich schon meinen Eisendropper kaufen. Guck mal, hier, der wird jetzt hier gebaut. Zeig mal. Dann bin ich nämlich schneller als du. Haha. Ja, ich wette, ich bin eher am Ende schneller als du. Ja, okay, das kannst du auch deinen kaufen jetzt hier. So, okay, das war schon mal der Eisendropper. Danach holen wir uns, glaube ich, den Stahldropper. Genau, Stahldropper. Und, warte mal, können wir noch irgendwas kaufen hier im Store, Leute? Irgendwie noch ein bisschen Booster-Sachen oder so? Ah, hier, wir kriegen... Ich glaube, das müssen wir alles freischalten, oder? Ja, ne, komm. Oh, gut, Unlimited Cash, also 500 Robux. Ah, ja. Okay, pass auf. Ja. Ich kann jetzt hier schon den Stahldropper kaufen. Guck mal hier. Ja. Zeig mal. Oh, da, wie sich das immer zusammensetzt. Ist es, voll cool, ne? Und dann können wir gleich noch schon den Waffenraum kaufen für 500 Dollar. Wie cool ist das denn? Waffenraum? Ja, hier, guck mal. Der Waffenraum. Wird jetzt hier gebaut und haben wir quasi... Ja gut, okay, noch keine Waffen drin. Aber ist kein Problem, das ist kein Problem. Vielleicht sollten wir aber erstmal ein paar Wände kaufen, Kaspar. Weil wir haben jetzt hier nachher noch andere Leute, die hier reinkommen. Und da müssen wir nachher noch gegen die kämpfen. Und ich sehe auch oben steht da zum Beispiel der nächste Boss. Spawnt ja in 6 Minuten, ne? Ach krass, dann gibt es da noch einen Boss gleich. Ja, da kommt nachher noch ein Boss. Ich bin mal gespannt, gegen den müssen wir irgendwie kämpfen. Und ich würde mal sagen, ich gebe schon ein bisschen wieder zu viel für die Wände aus. Ich glaube, ich sollte eher so in die Infrastruktur investieren. Was sagst du da, Ingel? Kannst du schon den Megadropper kaufen? Noch nicht, ne? Noch nicht, ne, ich warte noch ein bisschen. Ich schon, Digga. Ich kann ihn schon kaufen. Das ist jetzt hier der Mega-Dropper. Alter. Oh, guck mal, wie der aussieht. Ja, er ist viel höher als die, also auch viel schmaler als die anderen jetzt, ne? Stimmt, ja, krass. Alter Schwede. Wir können auch so einen Upgrader kaufen. Oh. Er fährt da einfach so lang. Und jetzt kannst du, glaube ich, gleich schon einen Mega-Dropper kaufen, oder? Ja, kann ich gleich. Geht gleich los. Noch nicht ganz. Ja, fast. Ich kann jetzt vielleicht den Kryptonit-Dropper kaufen. Und zwar genau jetzt. Zack. Oh nein, ich habe aus Versehen hier auch einen Waffenraum gekauft. Oh. Ja, aber kein Problem. Also ich glaube, unsere Sachen spiegeln sich die ganze Zeit, ne? Glaube ich schon. Ich weiß auch nicht, wir brauchen ja eigentlich schon gute Waffen, damit wir gleich den Boss besiegen können. Ja, also ich glaube, also wir haben nur 5 Minuten Zeit, um den Boss dann irgendwie gegen ihn anzutreten. Aber ich sehe gerade, ich habe jetzt schon mal hier alles Mögliche auf meiner Seite gekauft, was so Dinge angeht. Und jetzt kann ich hier schon mal zack eine Waffe kaufen. Oh, was wird es jetzt? Was wird es? So eine Pistole. Ja, guck mal hier. Ey, hör auf! Okay, warte mal. Kriegst du den Schaden?
Nee. Okay, ich wollte gerade sagen. Aber hier, die Pistole ist auf jeden Fall am Start. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Jetzt kannst du, glaube ich, deines kaufen. Ich glaube, du musst gleich Kryptonit Dropper kaufen. Und kann ich auch kann jetzt hier sogar die Wand upgraden. Hier, zack. Oh, das kann ich auch, aber ich spare meins noch. Ja, spare erstmal jetzt. Und dann ich glaube, es gibt sogar mehrere Etagen bei dem Haus. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden krass, ja so hoch wie die Hochhäuser nachher sein. Also das wird schon richtig krass. Ich bin echt gespannt. Guck mal, ich kann jetzt auch die Wand nochmal upgraden und dann kann ich danach schon eine zweite Etage kaufen. Guck mal jetzt hier. Ich kann jetzt eine zweite Etage kaufen. Hier. Mach mal. Oha, es ist dunkel. Ich glaube, ich kaufe mir gleich mal sofort Lichter, ne? Ich habe auch mal Kryptonit jetzt mal gekauft. Jetzt kriegst du auf jeden Fall viel, viel mehr Geld. Ich kaufe jetzt hier ganz kurz ein paar Lichter. So. Das geht jetzt richtig schnell. Lichter sind gekauft und langsam wird es hell hier drin. Aber auch noch nicht besonders hell, muss ich sagen. Alter. Ich kann mir draußen so ein Dings kaufen. So ein Maschinen-Dingens. Wie heißt denn das? Wie nennt man das nochmal? Genau, so ein Schießturm oder so. Also der kostet aber $200,000, ne? Warte mal, kann ich jetzt hier eine Barriere... 200.000! Ja, 200.000, richtig teuer. Ich hab gerade mal 3.500. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt kaufen kann? Was du noch nicht kaufen kannst? Zack! Was denn? Und zwar schöne Treppe nach oben. Ja! Aber ich benutze die auch. Ja, ich kann die auch benutzen. Dann kannst du auf meiner Tasche ein bisschen zugucken. Das war's aber auch schon wieder. Ja, das stimmt. Aber mal gucken. Also du bist auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht am Start, muss ich sagen, ne? Bei dir läuft es auf jeden Fall. Ja, das macht alles so Step by Step, weißt du? Ja, genau, so muss das auf jeden Fall auch. Ach krass, ich habe jetzt eine Tür gekauft, wo nur ich durchgehen kann. Ach, guck mal, jetzt kann ich die auch kaufen. Guck mal hier, ich kann die auch kaufen und jetzt wird uns keiner mehr stören können. Hier, zack. Und aber kann ich jetzt durch deine Tür durch? Ja, klar, wir sind ja... Oder, warte mal. Wenn ich jetzt so mache, auf den Knopf drauf drücke, dann kann, glaube ich, jeder durch, genau. Und jetzt kann, glaube ich, nur ich und du. Genau, jetzt können wir nur okay, beide. Stimmt. Okay, sehr gut. Ich kann noch so hier so eine Wand kaufen oder was so. Was ist das? Hier, damit du mich... Nein! Hä? Was ist das für eine Wand? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Wand ist. Das ist richtig komisch. So, warte mal, ich gehe jetzt mal hier nach oben. Ich glaube, ich kann das hier nämlich gleich schon hier vorne. Ne, ich kann mir immer noch nichts kaufen. Was? Ich glaube, ich kaufe noch mal ein bisschen Geld, muss ich sagen. Also... Unlimited Cash für 500 Robux. Also ich würde mal sagen, ich kaufe jetzt mal für 5 Euro was jetzt hier. So, und jetzt habe ich Alter, ich habe einfach unten jetzt 1 Milliarde. Ich habe 1 Milliarde. Ja, guck mal, jetzt hier kann ich das Ding hier kaufen. Also schon mal unser Fließband. Zeig mal, was du alles kaufen kannst. Ja, alles einfach. Diesen Adamantinium-Dropper kann ich mir noch kaufen. Alter, du kannst ja direkt alles holen. Dann, guck mal, warte, wir können auch hier so eine zweite Waffe oder so kaufen. Guck mal, wie krass das aussieht, Alter. Das ist, glaube ich, so ein... Hier, so ein Ninja-Dingens. Guck mal hier, damit kann ich jetzt zack, so ein bisschen rumpieksen, die ganzen Leute. Aber ich möchte ja im Endeffekt auch noch Deadpool werden, so mit dir zusammen, ne? Deadpool wäre voll cool. Das wäre echt cool, aber ich glaube, du musst wahrscheinlich ganz oben sein. Ja, aber das Ding ist, ich kann leider deine Sachen gar nicht kaufen, sonst könnte ich ja auch noch für mich etwas kaufen. Das stimmt, das kann ich hier aber kaufen. Du kannst gleich noch die erste Etage da kaufen, glaube ich. Ich kann noch ein bisschen die Wände upgraden, so ist auch kein Problem. Dann hier vorne kann ich nochmal diesen Advanced Dropper kaufen. Oder hier diese Waffe. Guck dir mal diese Waffe jetzt an, die wir jetzt hier bekommen. Zeig mal. Oh, lol. Dann noch hier den Iridium Dropper. Guck dir mal den jetzt hier an. Und Omega Dropper. Und Carbide Dropper. Und Cobalt Dropper. Alter. Das habe ich hier gerade alles. Das kostet alles so viel Geld, denn wir würden da locker hier Jahre brauchen, um das alles zu kaufen. Ja, Mann. Warte mal, aber krass, das mal zu sehen hier, ey, wie viel Wand das hier upgraden. Einfach, wie krass die auch aussehen. Das ist richtig heftig, oder? Guck dich mal an, wie sie jetzt alle hier langsam gebaut werden. Und die lassen jetzt so rote und schwarze Teile fallen. Das ist doch richtig heftig. Krass. Kannst du unten schon, du kannst immer noch nichts bauen, ne? Ich sehe gerade nur noch 20 Sekunden, dann kommt schon hier der Boss. Stimmt, warte mal, lass uns noch schnell, wir die Waffen schnell aus, ich upgrade mal schnell die Wände, damit er uns hier nichts kaputt macht. Upgrade 7, dritte Etage schon mal bestellen. Hier wieder ein paar Lichter kaufen. Ich habe eine andere Waffe als du hier unten gekriegt. Stimmt. Ich hab hier ein Schwert bekommen. Du hast ein Schwert, warte mal, nämlich auch das Schwert, das Katana. Ein Feuerkatana. Jetzt hier, wo ist der Boss? Lol. Wo ist der? Oh, Thanos? Hast du gerade gehört? Thanos, er hat 10.000 Leben, oh mein Gott. Wo ist Thanos? Ich sehe Thanos gar nicht. Ich auch nicht. Da ist er, Thanos! Vorsicht! Ey! Ich schieß auf ihn! Schieß auf ihn! Schieß schnell! Oh, wie viel Damage! Ich schieß! Oh Gott. Ich schieß auch auf ihn! Ich hol das Schwert, das brennende Katana! Mach Thanos weg! Aua! Ich glaube, er gibt mir Damage, glaube ich. Ja, mir auch. Ich bin tot! Ja, komm schon! Ey, der schießt irgendwie. Aua! Und auf ihn! Du stirbst, Thanos! Auf ihn, Thanos! Auf ihn! Du bist gleich tot! Nein! Er hat mich geholt! Wer jetzt hier sogar an der Tür steht. Okay, Thanos, das wird dein Ende sein! Das wird dein komplettes Ende sein! Kaspar, nein, ich bin schon fast wieder tot! Und jetzt auf ihn! Aber ey, der schießt in alle Richtungen, der ist richtig gut! Ah!
Jetzt aber. Der ist gleich tot. Ah, nein. Okay, warte, den holen wir jetzt, Leute. Mal gucken, was passiert, wenn wir Thanos geholt haben. Ey, das ist bei uns drin. Der ist drin. Raus mit dir, Thanos. Raus mit dir. Thanos, weg mit dir. Jetzt. Ja. Wow, es regnet Diamantkisten. Alter Schwede, Leute. Einfach überall ist Diamantkisten und so. Was können wir damit kaufen? Ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt hier das hier kaufen, fällt mir gerade auf. Ich habe ja unendlich Geld. Komm mal mit, wir können jetzt hier noch viel, viel mehr bauen. Ich glaube, du kannst auch schon hier deine Dings bauen hier. Deine Treppen kannst du jetzt auch schon bauen. Ja, mach ich auch. Genau, jetzt kannst du auch einen eigenen Weg nach oben. Und dann kann ich jetzt hier sogar nochmal so eine Barriere kaufen. Oder nochmal so eine Treppe für die Mitte, was? Ach hier, dritte Etage einfach. Dritte Etage schon, was kann man hier kaufen? Und ich glaube, ich kann hier oben. Yo, ein drittes Fließband. Und nochmal neue Waffen. Mit hier. Oha, der Duranium-Dropper, Unobtanium-Dropper. Oh, du hast so einen richtig krassen. Guck mal, hier ist eine Armbrust. Alter, und was? Und was ist das? Ey, guck mal. Schild? Nee, guck mal hier, Kaspar. Oh, was ist das? Ey. Ich bin der Fliegende. Ich bin Aladdin. Ich bin Aladdin. Aladdin. Okay, warte mal. Ich komme auf jeden Fall den Crossbow. Und jetzt können wir hier noch den Aqua-Dropper kaufen. Den Earthly-Dropper. Wo bist du? Da, ich seh dich. Ich seh dich, Ja! Alter. Alter Schwede. Ey, das ist ja unnormal. Okay, warte mal. Jetzt habe ich hier schon mal ein paar Sachen gekauft. Ich kann das hier nochmal upgrade. Wand 8, Wand 9, Wand 10, Wand 11. Und was? Noch eine Etage? Das ist doch... So viel Geld, was man hier ausgeben muss. Guck mal hier, 50.000 kostet die Treppe. Das dauert übel lange. Ja, das dauert richtig lange. 50.000. Ja, 50.000 einfach. Und jetzt können wir hier noch, warte mal, wir können hier noch hochgehen und können hier nochmal noch weitere Wände kaufen. So. Ich frag mich echt, was es jetzt hier für Waffen gibt. Diamond Generator. Was? Warte mal, hier ist auch noch so ein Weg jetzt auch noch. Hier, warte mal. Ich glaube, wir können sie gleich in Deadpool verwandeln. Ja, ich kann mich gleich in Deadpool verwandeln. Hier, ich bin es schon. Was? Du bist Deadpool. Ich will auch Deadpool. Ja, guck mal, ich bin auch Deadpool. Hey, guck mal hier, wie geil. Ey, warte mal, haben wir irgendwelche Fähigkeiten? Ich guck mal ganz kurz. Ich baue noch Fließband. Oh. Dropper, Godly Dropper. Auf einem fliegenden Teppich. Ich kann ja auch einen Dark Matter Dropper kaufen für 120.000 Dollar. Alter Schwede. Und jetzt hier vorne haben wir, glaube ich, noch mehr Waffen. Ich glaube, hier wird so ein Generator gerade generiert. Was ist das? Ey, das sieht ja, das ist ja aber auch krank, was man hier alles machen kann. Ey, richtig heftig, ne? Jetzt können wir hier, glaube ich, als Deadpool... ich weiß gar nicht, was können wir jetzt hier machen als Deadpool? Was ist denn das jetzt hier? Ist das so eine... Guck mal. Ah, ne, es wird noch gebaut. Wir müssen ganz kurz warten, bis das fertig ist. Alter, das Ding ist jetzt fertig gebaut und wir kriegen jetzt einfach hier einen Diamanten jede Minute. Ich weiß, warte mal, was können wir überhaupt mit den Diamanten machen? Was können wir mit den Diamanten kaufen? Ja, genau. Ich weiß gerade auch nicht. Wir können im Shop können wir so Boost-Sachen kaufen. Aber es sind ja auch alles nur so normale Sachen. Ich glaube, Diamanten können wir... Warte mal, wir können auch Quests und sowas machen. Ah, wir können auch nur noch eine Quest. Winterkappe und Chillkappe und Superjump. Was? Wir müssen hier so ein paar Sachen machen. Hä? Keine Ahnung, was wir noch alles machen müssen, aber ich glaube, ich habe jetzt so meine Etage fertig gebaut. Du ja irgendwie auch, oder also fast. Ja. Oh! Jo! Ja, ich bin noch lange nicht so weit wie du, aber was ist das für ein Enterhaken? Ich habe keine Ahnung, der sieht heftig aus. Ey! Warte, was? Hier! Ich kann mich hier überall hin hoch. Hier, komm. Hä? Warte mal. Wow! Hey! Hey! Ah! Wow, jetzt sind wir Deadpool! Warte, jetzt sind wir wirklich Deadpool! Hier, wir sind Spider-Man, Leute. Wir können jetzt. Warte mal, können wir jetzt hier auf die ganzen Hochhäuser rauf? Hier vorne? Ich glaube, ja. Hier, guck mal, wie weit das Ding ist. Ey! Ja! Wo bist du? Ich bin auf so einem Hochhaus oben drauf. Guck mal, hier oben. Hier. Oh, ich komm hoch. Alter, ich bin gerade hier, glaube ich. Komme. Und warte. Oh ja, komm. Warte, ich schieße das Ding eigentlich ran. Jetzt, ich habe das Ding jetzt eigentlich rangeschossen. Ey, Hilfe! Ich komme! Ey. Ich bin auch oben! Warte, pass auf, ich schieße das mal, pass auf, guck! Ja! Geil! Ey, voll cool! Richtig verrückte Sachen können wir noch machen, Alter, jetzt ohne Spaß. Ich glaube, hier vorne sind noch so ein paar geheime Sachen. Ich glaube, wir haben ein paar Quests noch übersehen, aber es ist nicht so schlimm. Wir können noch einen zweiten Part davon machen und gucken, dass wir die ganzen Quests abschließen. Aber guck mal hier, ich kann das nur mal... Zack! Und... Oh nein! Yeah! Nach oben! Du hast es nicht raufgeschafft. Nee, leider nicht. Das soll auf jeden Fall von dem Superhelden-Tycoon gewesen sein mit Kasper zusammen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Und checkt auf jeden Fall eins von den beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Und abonniert den Kanal für tägliche Roblox-Folgen. Extra für dich.